Hallo ihr Menschen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Warte, da ist die Kamera. Ich gucke immer zur Falschen, ich weiß auch nicht warum. So, wer ist denn alle schon da? Torpedro, erstmal hallo an dich und der Jay Blue, hallo auch an dich. So, meine Intro-Mucke lallt. Das muss ich mir mal anhören danach. Was ist passiert? Ich habe seit gestern Nacht wieder eine andere Software im Einsatz. Also es kann wirklich sein, dass irgendwas nicht stimmt heute. Ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme. Hintergrund ist, ich habe ja vor 4-5 Tagen eine andere Software jetzt verwendet, Streamlabs OBS. Und da sind die Aufnahmen asynchron. Also die letzten Streams auf YouTube sind leider asynchron. Da laber ich mit euch und hallo, hallo. Also versteht ihr, ne? Von daher wieder zurück zu OBS. Nochmal alles ein bisschen nachgeregelt. Und ja, ich sehe, da sind ein paar Frames flöten gegangen. Du hast vollkommen recht, Torpedro, da hat was geruckelt. Ich hoffe, dass jetzt wieder alles gut ist. JBlue, Torpedro, macht ihr beiden mit. Ich bin noch ein Ein-Mann-Team, ich bin ganz alleine. Voll der Lonely Boy quasi. Warte. Ich hab da was für dich. Torpedro, du hast da was für mich? So, wie geht's dir? Mir geht's soweit gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Gleich mal zurückfragen. Wie geht's dir? So, ich gehe schon mal rüber ins Spielmenü. Oh, diese Kopfhörer, ne? Ich habe nach wie vor zwei Kopfhörer drin, ne? Einmal die auf dem Ohr, die keinen Ton abgeben, und da unter In-Ears. Es drückt einfach so ungemein. Ah, ich habe mir jetzt das neue Mikrofon bestellt. Ich denke mal, am Samstag kommt es an. Schon wieder. Ist das krass? Oder hat Twitch gerade Probleme? Ich sehe, dass die Verbindung zu Twitch nicht gerade rosig ist. So, mir geht's supi. Und warum steht da Pala... Torpedro! Vielen Dank für deinen Resub. Danke dir. Und wieso steht da Paladins? Du hast vollkommen recht, Torpedro. Alter, du bist, glaube ich, der längste Subber bei mir. Das klingt voll komisch, aber es ist so. Ich glaube, du bist der allerlängste Subber bei mir. Unglaublich. So. Erstmal, sehr guter Einwand. Warum steht da Paladins bei dir? Das korrigiere ich ganz schnell. Wir können ja auch ein bisschen labern. So ist er nicht, ne? So. Dann... Oh, falsche Tastatur. So, da muss ich hin. Vollkommen richtig. Warum steht der Paladins? Weil ich es nicht geändert habe. Weil ich so Profi bin, dass ich es nicht geändert habe. Ich ändere es mal ganz schnell. So, nicht Paladins, sondern Ring of Elysium. Das packen wir auch da oben rein. Und dann sage ich mal aktualisieren. Und jetzt könnt ihr mir mal mitteilen, genau dich meine ich, jetzt könnt ihr mir mal mitteilen, ob jetzt bei euch Ring of Elysium da steht. Ihr könnt ja mal F5 drücken. Ich habe es jetzt mal aktualisiert. Ich habe das noch nie während des Streams gemacht. Also, keine Ahnung, ob es geht. Ist ja mal spannend. So, kannst du mich reinziehen, bitte? Ich kann dich reinziehen. So, hallo JBlue, jetzt musst du mich auch hören. Captain Red Sound, grüß dich. Hallo an dich. So, bei mir steht das so Paladin-Streams. Ich habe es gerade geändert. Wie gesagt, bitte einmal nachschauen, ob es auch geändert ist bei euch. Jetzt geht's. Ja! Wow, die Verbindung ist gerade mega mies. Wie gesagt, ich habe hier zwischendurch auch, die Verbindungsanzeige rutscht von grün auf orangen auf rot. So. Was? Bei mir leckt heute Nika? Wer ist Nika und warum leckt er sie es? Ich guck mal ganz kurz nach. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Ich guck mal ganz kurz in OBS, was mir angezeigt wird. Oh, ich habe hier drei Mäuse liegen. Falsche Maus. Ich guck mal kurz nach, was und warum es Frames droppt. Statistiken. Es droppt wegen Yes. Nicht wegen meinem PC, sondern wegen Internet, Netzwerk. Wie krass ist das denn? Ich habe 10,8, jetzt ist wieder rot. Jetzt ist es wieder rot. Jetzt muss ich wieder laggen. Es ist definitiv meine Schuld. Es ist definitiv meine Verbindung zu Twitch. Das sehe ich gerade. Wie krass! Warum? Weißt du, da hast du schon mal eine 400.000er Leitung. Mit 26 Mbits Upstream. Bald 50. Ja, bald 50. Und es droppt Frames. Jetzt laggt Discord wieder. Ich will nicht ausschließen, dass ich es bin. Ich will nicht ausschließen, dass ich es bin. Aber was kann ich machen? Ich glaube, ich kann nichts machen. Es ist ja der Upload. Da habe ich null Einfluss drauf. 50 FPS. Ich brauche im Durchschnitt 1,6 Millisekunden, 1,5 Millisekunden für ein Frame. Alles super. Alles super. PC langweilt sich. Aber Internet sagt, mit mir nicht, Alter. Mit mir heute nicht, Alter. Also ja, es droppen Frames. Oh, 50 Kabel. Oh, heute mega ungemütlich. Allein schon diese doppelten Kopfhörer. Am Wochenende ist es anders.
Ich denke mal, ich mache Sonntag auch wieder einen Adventstream. Oh, huh. So, jetzt machen wir erstmal sammeln. Wir machen jetzt gleich weiter mit einem Invite. So, ach ja, ich muss ja erstmal auf Play. War das Spiel schon immer auf Englisch? Warum ist das Spiel auf Englisch? War das Spiel nicht auf Deutsch? Ich bin gerade ein bisschen... Ha. Naja. Torpedro. Nochmals vielen, vielen Dank für den Sub. Danke dir. Also echt lieb. Da bin ich immer platt, dass Leute sagen, jo, für den gebe ich Geld aus. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Willst du mitspielen? Ich lade erstmal den JBlue ein. Ich kann gerne einen Squad aufmachen. Wer noch mitmachen möchte, wir können gerne starten. Aber wieso zwei Kopfhörer? Weil ich momentan noch kein saugeiles Kopfbügelmikrofon habe. Das habe ich jetzt bestellt. Ich habe momentan nur das Headset mit einem echt guten Mikrofon dran. Und, und habe In-Ears darunter, In-Ear-Monitoring für Musiker. Werde ich jetzt, wie gesagt, am Wochenende wahrscheinlich ersetzen. Ich habe mir heute gekauft ein Kopfbügelmikrofon mit circa dem gleichen Mikrofon. Dann kommen die großen Kopfhörer weg. So. Ich werde dich auch subben, wenn ich eine PaySafe-Card habe. Ach, JBlue, das ist lieb. Das ist lieb von dir. Ich komme, Moment. Ah, da ist Torpedro schon. So. Moin, grüß dich. Hallo. Na? Was macht die Kunst? Ach, hör mir auf. Okay, scheinbar nichts Gutes. Ja, frag nicht, schreibe ich dir privat mal. Ja, alles klar. So, vom Sound passt auch, denke ich mal, alles. Squad, First Person. Dann warten wir noch ganz kurz, bis der Torpedro auch im Spiel ist. So, Evie ist bei mir Ton und Bild verzögert. Ton und Bild verzögert? Grüße, Torpedro von JBlue. So. Jawohl. Was heißt denn Ton und Bild verzögert? Also wenn beides verzögert ist, ist es ja wieder synchron. Bin ich unsynchron? Ich klatsche mal. Bin ich unsynchron? Genau deswegen bin ich ja gewechselt oder habe ich gewechselt. Weil es einfach nicht mehr synchron war in Streamlabs OBS. Wenn es jetzt hier auch verzögert, dann kann es ja nur noch an der Capture Card liegen. An einer von den dreien. Ah. Oh, ich hatte heute einen mega anstrengenden Tag, Leute. Ich saß heute 3 Stunden im Meeting für Dokumentation. Dokumentiere meine gesamte IT-Landschaft. Wisst ihr, wie langweilig das ist? Eieiei. Das klingt aber nach Spaß. Ja. So, also der Ton kommt nach dem Bild, so 2 Sekunden. Das ist nicht schön. Könnt ihr das bestätigen? Torpedro, hast du den Stream noch auf? Ich muss aber noch Play drücken, warte mal. Das ist gar nicht gut. Denn wie gesagt, das war der Grund, warum ich Streamlabs OBS den Rücken gekehrt habe und zum normalen OBS zurück bin. Das wäre technisch ein Super-GAU. Asynchronität, das mag ich ja gar nicht. Nee, läuft synchron. Läuft synchron? Captain ja. Redstone, bitte einmal F5 drücken und nochmal berichten, ob es besser ist bei dir. Kannst du Torpedro grüßen, bitte? Das habe ich gerade. Torpedro, hör zu. Torpedro, viele Grüße an dich von JBlue. Ja, habe ich gehört. Dankeschön. So. Hat er gerade eben schon. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, erstmal warten, dass der Torpedro reinkommt. So. 2 Sekündchen, dann musst du eben da so ein 25 mit Update ziehen. Jo. F5 wird am Handy schwierig, da hast du vollkommen recht. So, du leckst in Discord Torpedro aber nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass meine Internetleitung mir heute einen Strich durch die Rechnung macht. Wobei im Discord kommst du bei mir sauber rüber. Ja? Total verrückt. Schon im Intro-Screen bei diesem 2-Minuten-Countdown hatte ich eine rote Flagge hier in OBS. Dachte ich mir, nee, das kann doch nicht wahr sein. Musst du mal die Aufnahme angucken, das klingt wie ein Leierkasten, die Intro-Musik. Ja, muss ich mir echt mal anhören. Das ist ja witzig. Jedes Mal, wenn die wieder von neu angefangen hat, dann ist ja immer derselbe Loop und immer dabei, dann fängt die an zu lallen. Da dürfte kein Loop drin sein. Das Lied geht genau 2 Minuten, deswegen habe ich den Countdown danach gestellt. Dann klingt es nur so. Auf jeden Fall, es klingt wie ein Leierkasten. Es lallt. Das ist ja der Hammer. Das höre ich mir auf jeden Fall an danach. Bin ich mal gespannt. So, ich bin in-game. Jo. Also ich saß auch echt bis heute Nacht 12:30 und habe wieder alles auf normal OBS umgebaut. So. Oh, tut mir leid. Ich muss heute echt ein bisschen hier rumfummeln am Kopfhörer. Es ist einfach unangenehm, wenn die großen Teile die kleinen Teile noch weiter ins Ohr reindrücken, als sie vielleicht sollten.
Das ist einfach eklig. Ja. Wenn die großen Teile tief reindrücken. So, ich glaube, mehr als drei werden wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht nachher noch. Ich starte erstmal das Matchmaking. Fangen wir erstmal an zu dritt. Ach ja, morgen ist schon Freitag, Leute. Morgen ist Freitag, dann kommt endlich das wohlverdiente Wochenende. Wie gesagt, Sonntag werde ich hochwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, mega wahrscheinlich nochmal einen Stream anschmeißen. Wieder mit Weihnachtsmütze und vielleicht mit der coolen alten Pixelbrille, die mir Jens geschenkt hat. Danke nochmal dafür, Jens. Hab mich mega gefreut. Es klingelt, er steht vor der Tür, packt zwei Brillen aus und sagt mir und rate, wem jetzt eine von den beiden gehört. So, kannst du nochmal klatschen? Hab's neu gestartet. Wie in der Grundschule hier. Konntest du nochmal klatschen? Schöner Stream. Heute mit Singen und Klatschen. Ja, ehrlich. So, Match found. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt klappt's halbwegs. Es sind also Unterschiede, okay? Ja, ist echt verrückt. Wie gesagt, ich habe gestern Abend eine Stunde lang Streamlabs OBS versucht, synchron zu kriegen. Ich habe teilweise die gleichen Einstellungen mehrmals aufgenommen und jeweils unterschiedliche Ergebnisse gekriegt, obwohl ich die gleichen Einstellungen hatte. Das macht einfach keinen Spaß. Am besten noch einen Namen tanzen. Yo, tanz mal Julian. Das habe ich nur einmal versucht. Mein Gott, war ich betrunken. Ja. Wo war ich gerade? Genau, beim Rumjammern. Deswegen jetzt wieder OBS, denn da ging es ja eigentlich das ganze letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre. Da war es eigentlich synchron, die Aufnahmen waren super. Gucken wir mal. So, Kines, was meint ihr? Ich schreibe gerade noch was Steam. Ich will wieder dahin. Da unten wieder? Dann gehe ich mit. Jo, Jay Blue ist auch da. Danke, dass du wieder spielst. Ja. Ich würde am liebsten sagen, das ist mein Job. Noch nicht. Das wäre aber nice. Mal gucken, wo die Reise hingeht, wenn in ein paar Monaten die Musikstreams starten. Jens und ich haben jetzt angefangen, jede Woche einmal zu proben. Uns so ein bisschen vorzubereiten und dann kommen bald noch Musikstreams. Jeden Samstag wollen wir dann Musik machen. Dienstag und Donnerstag weiter zocken. Und wenn es dann die Zeit zulässt, gerne auch noch ein paar Sportvlogs. Und dann hast du schon gleich drei Formate am Start und nicht nur Videospiele. So ist der Plan. Folge spoilert, ey, von der Leak hier. Morgen auf Facebook, auf jeder Gaming-Seite, Julian Leak. Das ist die Zukunft des berühmt-berüchtigten Let's Play-Kanals. Ich hätte gleich noch einen weiteren Mitspieler. Ja. Ich kann jetzt gerade noch nicht zurückschreiben. Ja, ist kein Ding. Wenn er sie erst dann noch auf den Discord kommt, perfekt. Ich hab eine Granate. Ich hab ein Glas voll Dreck. Oh Mann, ey. Schaut euch mal, der geil. Ich hab seinen zweiten Namen vergessen. Wenn ihr nach, ich wollte gerade sagen, ich habe mir angeguckt, der ist super. Der ist Hammer. Also wenn ihr nach Diagal sucht auf Twitch, das ist der Jack Sparrow von Twitch, den findet ihr schon oder erkennt ihr schon an dem Profilnamen. An dem Profilnamen, am Profilbild. Super Typ. Und auf jeden Fall noch Quiz der Bade. Das sind die drei Musiker, die ich aktiv belästige, nein, denen ich folge. Wobei mir der Arnulf noch ein bisschen besser gefällt. Arnulf ist einfach total true, um es mal so zu sagen, wie es Jugendliche sagen würden. Er ist einfach voll in seinem Element. Er ist das Mittelalter. Jetzt nicht nur vom Alter auf dem Papier, um Gottes Willen, aber er lebt das einfach. Er ist auch Berufsmusiker und verdient sein Geld wirklich mit Mucke, ne? Der wird gebucht und er verdient sein Geld damit, dass er auftritt und, ja, Mittelaltermusik macht. Den habe ich mal in einer Talkshow gesehen. Der geht ja auch tatsächlich in seinem Dress irgendwie auch so einkaufen und so weiter. Der geht so raus. Der war letztens auf einer Con, ich weiß gar nicht, was es war. Das war irgendeine Messe, wo er war. Und da hat er auch schön auf den Social-Media-Plattformen Bilder gepostet. Und dann stand er wirklich am... Der wurde auch gefilzt. So halb als Terrorist vermutet da mit seinem Bart und seiner Kutte. Der wurde auch gefilzt. Also
der rennt wirklich draußen so rum. Total feiner Kerl. Super lieb, bodenständig, grüßt jeden, der reinkommt. Ich schreibe mit ihm auch so ein bisschen privat auf Discord. Super lieber Mensch. Ich mag seine Hornstöße. Ja. Ich frage mich immer noch, wie er das mit den Nachbarn vereinbart. Aber der hat keine Nachbarn. Das fragt ungefähr so jeder, der reinkommt in den Stream. Das ist so eine kleine Hütte, die irgendwo in der Prärie steht und die Nachbarn sind seine Familie. Also die wohnen selber nebenan. Das ist so eine kleine Hütte neben dem großen Haus, sage ich mal. Ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Dass er irgendwo so mitten in der Prärie einfach lebt. So, und vom Quiz dem Baden werde ich 2 Songs covern, habe ich ihn schon gleich gefragt. Ich dachte, jetzt kommt so einer, was spinnst du? Du kannst doch nicht meine Songs klauen. Der hat sich tierisch gefreut. Was mache ich denn da? Die brauche ich doch gar nicht, die ist doch besser. Der hat sich gefreut. Und dann habe ich mich gefreut, dass er sich gefreut hat und irgendwie waren wir am Ende alle glücklich. So. Wie, wo, was, um wen, was geht's? Captain Redstone, einfach mal, ich werde die irgendwann nochmal in meine Buddy-Liste aufnehmen, dass ihr nur runterscrollen braucht, dann seht ihr die. Kavau TV zum Beispiel, das ist der Arnulf, super netter Typ. Quiz der Bade, das ist ein Typ, von dem ich 2 Songs covern werde, mega geiler Typ. Ich liebe seine Stimme und seine Lieder und die Art, wie er Texte schreibt, ein super toller Typ. Die M4A1, die behalte ich eher. Dann tausche ich lieber die. Ja, machen wir erstmal so. Und der geil, der heißt noch irgendwas mit J danach, glaube ich. Aber der geil, auch einmal suchen den Kanal. Das ist dann Captain Jack Sparrow. Mir fällt es aber gerade auch nicht ein, wie er da ist, komplett. Nee, das sind, 3 Musiker, 3 Typen, die sind auch befreundet, privat und machen abwechselnd unter der Woche Musiktaverne. Also die streamen auch selten gleichzeitig, die wechseln sich da wirklich ab. Na, wer kommt denn hier? Ich höre Schritte. Ich bin sehr aufmerksam. Die Person ist einfach links hinter mir vorbeigelaufen. Sehr gut. Einmal mit Profis. Du machst Musik? Ich habe jahrelang Musik gemacht. Ich war 10 Jahre lang Schlagzeuger in 3 Bands, habe mehrere Jahre lang Trompete auch gespielt. Alles, also ich habe schon mehrere Instrumente gespielt. Gitarre mir selbst beigebracht, ja. Jetzt kaufe ich mir demnächst noch ein Stage-Piano, weil ich unbedingt Klavier lernen möchte. Werde ich auch dann im Musikstream spielen. Ich habe mir auch Songs rausgesucht, wo ich Klavier spielen muss. Also von daher, ja, ich mache eigentlich mein Leben lang Musik. Also mein Leben lang, seitdem ich 8, 9 Jahre alt bin, mache ich Musik und Kampfsport. Das war so mein Leben. Harmonisch Musik und danach abends auf der Fresse. Nein, Quatsch. Ich habe mich noch nie in meinem Leben geschlagen, will ich auch nicht. Aber Kampfsport ist echt was ganz, ganz Feines, kann ich jedem empfehlen und jedem ans Herz legen. Ich höre hier eine Hupe, das ist auch JBlue hier irgendwo. Da ist auch Pietro. Ich bin schon am Weg Richtung Zone, ja. Bin ich blind? Ich höre ihn doch schon. Warum wird mir sein Name nicht angezeigt? Ich hab's heute echt mit der Orientierung. Es klappt schon wieder nicht. Er hat die Einstellung nicht übernommen, dass ich mit dem Zoom der Dings muss ich doch nochmal gucken. Wo? Es klappt echt wunderbar. Hauptsache JBlue überrascht mich heute die ganze Zeit von hinten. Hashtag von hinten. Ja, Hashtag von hinten, ganz genau. So, und dann gibt's Leute wie mich. Da ist ein Stein musikalischer als ich. Ja, ich weiß nicht. Das gehörte irgendwie immer zu meinem Leben dazu. Beim Kampfsport, auch Graduierung, als Kind die ganzen Gürtelprüfungen. Das war, weiß ich nicht, das war so, da war man stolz drauf. Da hat man echt was für sich erreicht. Man hat wirklich ein halbes Jahr auf den nächsten Gurt hingearbeitet. Und wenn man ihn dann hatte nach einem Jahr, da war man echt stolz als Kind drauf. Ja, ich nehme mal hier den Container mit, dann kommen wir weg. Jo, alles klar. Guck da mal rein. So, und Musik. Ich bin ein Mensch, ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen. Macht wenig Sinn, dass ich streame, ich weiß. Aber ich bin einer, ich muss echt nicht im Mittelpunkt stehen. Aber dann die Auftritte. Meistens, wenn mehrere Bands am Abend spielen, hast du meistens immer 30 bis 45 Minuten Set. Mehr Zeit kriegst du nicht vom Veranstalter. Und das waren dann immer so meine 30, 45 Minuten. Weißt du, das war dann wirklich so der Moment, da habe ich es genossen, im Mittelpunkt zu stehen. Oder zu sitzen am Schlagzeug. Aber ich habe es einfach genossen, dass dann die Augen auf mich gerichtet waren. Das mag ich sonst gar nicht. Also auch so Referate früher in der Schule oder Meetings, die ich auf Arbeit irgendwie koordiniere oder leiten muss, was zum Glück selten der Fall ist. Ich mag sowas nicht. Ich mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Der ganze Raum ist ruhig, alle gucken dich an. Mag ich eigentlich nicht, aber auf der Bühne, das war echt so mein Moment. Fahren wir oder? Weil bei mir tut sich gerade nichts. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was passiert hier eigentlich gerade? Also merkt man sich, niemals mit Julian anlegen. Ja, wie gesagt, ich habe ihn noch nie in meinem Leben geprügelt. Ich werde es auch niemals darauf anlegen. Für mich macht das einfach gar keinen Sinn. Was ich am Kampfsport toll finde, ist,
Ich bin damit groß geworden. Für mich ist Kampfsport Sport. Ich habe Schulsport immer geschwänzt, so oft es ging. Ich habe immer im Geräteraum geschlafen. Und diese ganzen Spiele, hier Fußball, Volleyball, Basketball, das sind für mich wirklich Spiele. Das ist für mich kein Sport. Und auch wenn du hochkarätigen Fußball im Fernsehen anguckst, weißt du, wenn die sich da einmal die Hände ditchen und dann irgendwie drei Saltos auf dem Boden machen und Schmerzen angeblich haben. Weiß ich nicht. Das ist für mich einfach kein Sport, sondern es ist einfach nur ein Spiel. Für mich war Kampfsport immer Sport. Kondition, Ausdauer, Dehnung. Also ich habe mein Leben lang Taekwondo gemacht. Einer der krassesten Beinkampfsportarten von den Beintechniken her. Alter, was zum voll am Lecken hier. Also wir sind noch gefahren und er ist trotzdem schon vorne rumgelaufen. Ja, ganz genau. Voll krass. Also da gehört auch Dehnung dazu, ne? Also hier so Männer- und Frauenspagat, kein Problem. Ja, Wettkampf. Ich bin auch oft kämpfen gewesen. Hab mir auch schön den kleinen Finger gebrochen. Einmal von außen bis in die Handfläche rein. Gehört halt dazu, ne? Oder auch wenn du dir beim Training mal ein paar Rippen prellst, ist halt so, ist egal. Weiß ich nicht. Gehört da einfach für mich dazu. Das war für mich Sport. Sport war, dass du wirklich Blut und Galle gekotzt hast, dass du am Boden gelegen hast und nicht mehr atmen konntest, weil du so kaputt warst. Und Dehnung und Drillen. Unser Trainer war auch ein hohes Tier bei der Bundeswehr. Panzerfahrerausbilder. Und der hat uns echt zusammengeschrien und wirklich hart drangenommen. Und das hat auch funktioniert. Da konntest du halt ein paar Sachen. So Bandagen, ich klau die jetzt einfach. So, und der Gegenpart Musik war halt etwas, wo du dich kreativ auslassen konntest, ne? Wenn du mit geschlossenen Augen mit deinen Teamkameraden, also Teamkameraden sage ich schon, mit Bandkollegen, dich trotzdem verstehst und Musik machen kannst beim Jam, das ist der Hammer. Einfach den Moment genießen, einfach mitgehen mit der Musik. So, ich laber hier die ganze Zeit. So, wie kann ich auch einen Discord leiser, achso, wie kann ich euch einen Discord leiser machen? Wenn du auf unseren Namen einen Rechtsklick machst, dann hast du pro Nase von uns einen Fader. Du kannst uns jeweils leiser und lauter machen. So, ich höre hier aber schon Schüsse die ganze Zeit. Ich mache Leichtathletik. Beste Leistung war mit dem Verein Westfalenmeisterschaften. Vierter Platz mit dem komplett zerstört sein, kenne ich. 800 müssen gerannt werden. Ja, geil. Es ist wirklich, ich weiß nicht, Sport, das ist eine Erfüllung. Zumal, ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio. Jetzt war ich schon ein ganzes Jahr nicht mehr aufgrund der ganzen Krankheiten letztes Jahr. Oder dieses Jahr eher gesagt. Jetzt steht noch eine OP aus. Da falle ich jetzt nochmal irgendwann 4 Wochen aus mit dem Stream. Und danach kann ich nach 1,5 Jahren endlich wieder ins Fitnessstudio. Das fand ich auch voll. Wir haben eine richtig tolle Position hier, ne? Wir brauchen gerade irgendwie gar keinen Stress machen. Ich glaube, das ist auch genau das, was ich an diesem Stream und Videos machen so liebe. Diese Kreativität. Wenn man sich musikalisch und Instrumenten auslassen kann, geil. Aber audiovisuell mit Videos auch noch etwas festhalten, was man vielleicht gerade denkt, fühlt und einfach nur zeigen möchte. Das finde ich eigentlich toll an diesem Hobby. So, die Waffe steht auf Auto. Ich habe genug Munition. Ich mache den Spielton mal einen Ticken lauter. Sagt mir bitte, wenn es zu laut ist. Wir wurden beschossen. Fahr weiter. Fahr weiter. Okay, fahr nicht da lang. Einmal hochheilen. Ihr könnt euch im Auto heilen während der Fahrt. Stimmt, da war ja was. Ich bin auf PUBG gewöhnt. Da brauche ich das gar nicht drücken. Wie, heilt sich automatisch im Auto? Nee, da klappt's einfach nicht, weil sofort, wenn so eine Mini-Bodenwelle kam, hat es so abgebrochen. Ach, hör auf. So, können wir demnächst nochmal wegen dem Stream schreiben? Bin schon mega hyped auf das neue Mic. Ja klar, gerne. Gar kein Problem. Das können wir gerne machen. Wenn am Wochenende alles gut geht, verkaufe ich dann auch mein Headset. Falls er möchte. Nein, Quatsch. Werde ich auf jeden Fall inserieren. Natürlich auch geil. Ein Streamer, der seinen Kanal irgendwie als... Als, ja, was ist denn das hier? Als Flohmarkt-App missbraucht. Hey, wollt ihr meine Sachen kaufen? Ja. Das Spiel trotzt so vor Realismus. Klebereifen. Ja. Und deswegen, Freunde, in dieser Jahreszeit immer Winterreifen draufziehen. Dann klappt sowas auch. Audi Quattro. Ja, genau. 90 Grad steil nach oben ist ja nix. Kann man auch dich kaufen? Ich müsste jetzt eigentlich total vorbildlich natürlich Nein sagen, aber ich behaupte einfach, dass jeder Mensch käuflich ist. Haha, ich kann die Seilbahn nehmen. Haha, ich nicht. Lord Babadook. Pff, ey, grüß dich. Schön, dass du wieder reinschaust.
Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffentlich hast du einen schönen Tag und eine bisher schöne Woche gehabt. Sie neigt sich ja dem Ende. Wer ballert hier rum? Und warum? Ja, ich, darum. Ich wollte die Seilbahn runterholen, so wie es uns einmal passiert ist. Aber nicht mal die treffe ich. Weißt du, hat einen Durchmesser von 7 Quadratkilometer. Aber nicht mal die treffe ich. Warum steht denn da ein zweites Auto hinter uns? Warum stehen da zwei Autos? Fällt mir jetzt erst auf, weil ich ja heute so aufmerksam bin. Das ist unglaublich. Hauptsache, ich merke immer alles erst am Schluss. So, hinlegen wir Z, ne? Ja. So, Granate. Oh, ich könnte mal die M5 durchladen. Ach, und da ist... Ich habe echt noch nichts gemacht hier, guck mal. Das Ding kommt da drauf. Auf 30, oben auf dem Berg, ganz weit weg. Nee, in dieser Felsspalte, ja, die da ist. Oh, der war knapp. Ach, vergiss es, ich treffe nicht. Ich treffe noch eh nicht. Bleiben wir jetzt hier, oder? Ich weiß nicht, die nächste Zone kommt in 1,20. Müsst ihr wissen. Ja, dann warten wir kurz. Macht ja keinen Sinn, jetzt hier einen... einfach so abzuhauen. So, ich höre auf jeden Fall Schüsse. Oh, ich sehe gerade, der Tod 400 ist bei uns in der Laberecke. Ob der mitspielen möchte? Das ist der Tobi, ja. Das ist der Tobi? Und der will mitspielen? Der möchte gerne mitspielen. Hallo, der Tobi. Tobi? Tobi, Tobi, Tobi. Tobi Nator, Let's Play. Tobi. Ist er gerade AFK? So, noch 30 Sekunden. Es leben noch 18 virtuelle Spieler. Wobei die so virtuell gar nicht sind. Voll die echten Menschen. Oh, da ist ein Paraglider. Kommt auf 3,45 gerade runter. Also wirklich unten. Ist schon weg. So, ansonsten ist es ruhig. Klare Sicht, tolles Wetter. Eine Wonne. Okay, müssen wir da ein Stück. Wo müssen wir hin? Ja, wir müssen ein Stück. Ich glaub, wir laufen, oder? Ja, ich würde das Auto jetzt ausstehen lassen, soweit ist es ja nicht. Nee. Das wäre jetzt echt zu laut. Ja, da hinten auf das Haus ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob der wer vielleicht wer ist. Hier unten steht auch nochmal ein Auto. Ja. Wie meinst du denn Autos? Mahlzeit. Ja, grüß dich, Tobi. Wir sind noch mittendrin, bist gleich dabei. Ja, kein Stress, kein Stress. Okay, okay, okay. Ich habe gerade noch die Vodafone Hotline. Oh. Ja, super. Rechts neben uns ist ein Drop runtergekommen. Ja, ich hab's gesehen. Da latschen wir aber nicht hin, oder? Nee, aber da sind dann vielleicht eventuell welche. Ach, du willst das nur wieder essen. Ja, sieht man von hier nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, wollen wir nach... Nee, macht keinen Sinn. Oder? Wollen wir erst nach ganz links außen laufen oder so? Wir laufen jetzt mittig rein, ne? Vor uns, links, rechts, neben uns können überall Leute sein. Wir können auch ein bisschen zirkeln. Wir können auch Snowboard fahren. Ich nicht. Okay, macht keinen Sinn. Wir können auch noch ein bisschen nach links driften. Ich habe gerade einen Scharfschützengewehr gehört. Ja, einen schallgedämpften Schuss. Ja, lass uns mal einen Bogen machen. Ich glaube, das ist gesünder auf Dauer. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, dann bauen wir nicht so nah an die Gebäude daran. Das gefällt mir nämlich auch nicht. Ja. Weil ich hier gemerkt habe, die Leute sind mehr in den Bergen wie in den Gebäuden. Ich könnte ja mal meinen Hund oben auf die Minimap setzen. Setz drauf. Ja, passt so. Bisschen zu tief, aber es passt.
Oh, ich habe aber gar nichts gemacht. Guck dir das mal an, wie gut vorbereitet ich bin hier. Facecam mitten überm Hut. Hot, hot, hot. So, wir können seitlich laufen. Wir können fahren, Julian. Was? Wir können fahren, Julian? Wir können auch Snowboard fahren. Ja, wir können auch Snowboard fahren. So ist es. Genau so ist es. Wir können seitlich laufen. Wir können fahren. Julian, wir können auch Snowboard fahren. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Ich brauche manchmal ein bisschen. Jay schießt doch irgendwas, aber ich sehe nicht auf was. Direkt über uns hier, auf den Stein, oder nicht? Ey, da hinten war auch ein Paraglider. Nee, das ist Richtung Norden irgendwo. Ach, das bist du, Mensch. Du bist hier über uns. Ja. Ich sehe nicht, worauf er schießt. Das ist ein bisschen blöd, weil die sehen mich eventuell. Ja. Aber er hat einen. Oh Gott, ja, Knock. Na, ich renn's hier auch erstmal hoch. War der bei dir oben, oder? Nee, von gegenüber. Irgendwer muss mich mal bitte wiederholen. Ich bin jetzt erstmal da runtergegangen. Ja, es passt. Ich komm hier gerade. Ja, wenn er mich jetzt umhaut, war's das, ne? Bist du irgendwo in Deckung? Ne, Jay lebt ja auch noch. Wow. Okay. Also, wir sollten hier ich weg, oder? Ich sehe halt niemanden. Ne, wir sollten hier auch echt weg. Noch Schüsse oben, die sind bei uns hier oben, die Schüsse. Oh Gott, wo kommst du denn her? Oh, ich hab mal die Abkürzung genommen. Aua, meine Beine. Oh nein. Erstmal hochheilen wieder, so. Da oben müssen noch welche sein, das höre ich doch. Der Hubschrauber kommt. Wo er hingeht. Sorry, ich höre doch Schritte da hinten. 8 Leute noch. Das ist auf jeden Fall links rechts neben uns irgendwo. Ja. Nicht weit weg. Ja, richtig. Oh, es wurde auf mich geschossen. Torpedo, kommst du nach? Siehst du denn irgendwen? Dich und Jay Blue. Das ist über uns. Wenn jetzt keiner von euch schießt, ist das über uns. Ja, es ist über uns. Und zwar nah, ganz nah. Ja, ja, ja. So, versuchen den Helikopter ein bisschen abzusnipen. Nicht, dass da welche hochklettern. Möchte ich gerne verhindern. Ich glaube, es muss auch nur einer vom Team den Heli hoch, damit man gewinnt. Okay. Dann würde ich nämlich, ich habe ein Vierfach, dann würde ich nämlich hier hinten bleiben und da ein bisschen drauf rumsnipern. Das ist da oben. Noch 11 insgesamt am Leben. Nach wie vor 8 Gegner. Ich habe hier eine ganz gute Pose, ich bleib mal hier. Ich gehe mal hoch. Ich guck mal, ob hinter uns, ob ich da was sehe. Jay fährt. Ey, ich höre hier überall Schüsse. Es ist. Ja, die sind über uns und snipen den Helikopter ab. Kannst mir sagen, was du willst. Die schießen jetzt auf ihn. Den Jay Blue. Wir haben unendlich Zeit, oder? Ich glaube nicht. Der geht hoch. Ja, der wird hart getroffen. Er ist down. Na stimmt, der Counter geht weiter. Boah, leck. Bist du das, der gerade läuft? Da ist einer runtergegangen. Noch ja, einer, ja, Paraglider über uns. Ich sehe. Treffer gezielt nicht. Toll, jetzt renne ich hier gerade hoch und die, die oben waren, fliegen jetzt runter. Ich habe die Leiter im Blick. Im Helikopter. Ist jetzt noch einer und...
Auf mich wird geschossen. Getroffen. Nochmal getroffen. Ich sehe ihn nicht. Problem ist, gleich ist die Zeit vorbei. Welche Schritte bei mir, es ist echt... Scheiße, ich sehe nichts mehr. Jetzt kriegen wir auch Schaden, wir müssen jetzt zum Helikopter irgendwie kommen. Oh, hinter mir! Oh, da oben die Sau, da oben, es war doch noch einer oben. Es war doch noch einer oben. Ja, das war der dritte wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Es sind zwei runtergegangen. Ich wusste es, dass noch einer oben ist. Also noch könntest du mich holen, aber ich bin zu weit weg. Schaff ich nicht. Nee, lass. Ich bin noch nicht nach unten. So, er guckt jetzt runter. Er guckt jetzt auch in deine Richtung, ne? Also, ich sehe deine Zahl. Vor dir ist auch noch einer irgendwo. Mhm. Und er wartet immer noch. Also, einer wartet auf jeden Fall noch oben, wo wir waren. Jetzt kommt er mit dem Paraglider. Er kommt mit dem Paraglider hinter dir. Ja, ich bin tot. Da war einer vor mir, einer hinter mir. Bitte. Ah, schade. Solange du nur Schritte und keine Stimmen hörst, ich höre viele Stimmen. Ah, wollt ihr es probieren? Alles gut, JBlue? Tobi? Okay. Tobi? Ja, hi. Jo, wir wären soweit. Oh, super, ich mach an. Moment. Jetzt kann der Julian dich auch gerne schon mal suchen. Der Tod 400. D groß, T groß. Alles klar. Ist ja nicht so viel Rauch, ey. Lass mich in Ruhe. So, FA ist raus. Ja, ich starte noch. So, das passt jo, alles. Ready, steady, go. Attacke. So, ich würde sagen, das war jetzt die Generalprobe, jetzt gewinnen wir. Immerhin habe ich den Helikopter mal gesehen. Nee, alles gut, JBlue, ist nicht alles deine Schuld. Hallo, Frau. Dankeschön, Frau. Hallo, Frau. Hast du mal Pizza in den Ofen geschoben? Hat sie vergessen. Ach so. Schokolade, ich werd fett. Ich will keine Schokolade. Ich freue mich schon so hart wieder auf Sport, das glaubt ihr gar nicht. Ich nicht. Das glaubst du gar nicht. Ich fühle mich so unwohl gerade. So. Single Castle willst du hin? Ja. Wagon City wollen die anderen hin. Oh, ganz viele Typen. Ach, mega. Also doch da rein. Gut. Dann gehen wir da rein. Dass ihr alleine voll rausgeht, hättest du jetzt Kohle. Ah, Futter. Lieben Gruß an die Frau. Keiner sagt was. Ist immer so. Immer wenn ich Frauen grüße, Hashtag Flirtenkanner. Sagt niemand mehr was. Oh, wir haben Besuch. Ja. Oh nein, auch noch neben mir. Oh. Ja, die machen wir eben platt. Ich hab eine Schrotze direkt am Start, alles gut. Direkt mal markieren, hier drüben. MP5, jawohl. Ja, die habe ich auch. So, wo ist denn der andere jetzt? Jetzt müsste ich eigentlich rushen. Richtung grüne Markierung. Müsste das sein.
Ich habe auch eine MP. Weste. Ich sehe sie. Da, markiert. Bei grün. Nee, hier der Punkt auf der Karte. Also bei der 4. Bei dir da. Ja, genau. Bin am Weg. Ich flankiere die ein bisschen. Ich denke mal, das sind 4. Jetzt einer links auch über der Straße rüber. Richtung 1, wenn 1 weitergeht. Ich sehe sie noch nicht. Auf 60. Einer auf 60. Ich hab halt bis jetzt echt nur die MP5, ne? Ich habe gerade schon einen gesehen. Ja, einer war gerade auf 60 bei uns, auch aber, relativ nah. Aber wieder gekonnt aus den Augen verloren. Also wenn ich was kann, dann das. Schüsse. Oh Gott! Ich krieg hier voll nichts mit, Mann. Wo sind die denn? Jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Siehst du die noch irgendwo? Ich sehe einen. Hier oben. Zwischen uns. Julian, unter dir. Unter mir? Achso. Da oben was hier. Nein, doch komm! Ich habe ihn dreimal gehittet und er kriegt mich? Knock dich. Ja, ne? Das kann ja nicht wahr sein. Ich hab den voll gehittet. Warum? Ich muss doch mal bis demnächst Captain Redstone, die noch einen schönen Abend. Pff, haust da rein. Was? Ich mit der AK, weißt du? Kann nicht wahr sein. Rennt er noch hier irgendwo? Ich sehe niemanden. Einer von uns geraucht? Nein. Wo? Oh. Ich höre Schüsse. Okay, Jay ist knocked. Das läuft irgendwie gar nicht so gut. Ey, total gekonnt. Klingt, als wenn er am Haus wäre, der Tod. Tobias. Mhm. Oben. Ganz oben. Oh, danke für den Tipp. Kommt gleich eine Nade. Moment. Hashtag tote Reden, nicht? Sehen. Ganz oben. Okay. Sehr erfolgreich. Er holt mich, er kommt. Ja, bringt ja nichts, dann muss ich ja pushen jetzt. Uns da echt jetzt ein einziger geholt. Also der Tobias getötet hat, hat auch mich angekriegt. Oben drauf. Ja. Nice. Schön gehittet. Das ist der einzige in dem Team. Also zwei sind auf jeden Fall da. Da ist er. Auf drei. Ja. Das war jetzt schön Rache hier. Ja, Sias hat mich rangekriegt. Gibt's gar keine Hühnchen mehr, jetzt gibt's Rucksäcke. Ja, ich denke mal, das ist Standard.
Dieses Hühnchen war dieses Thanksgiving-Event. Das wäre noch schön, das wird man gebrauchen können. So, wo war der andere Fonsi? Der war um da. Hier liegt noch einer. Oh, G28. Ey, da waren wir gerade richtig Maß genommen vom Team, ne? Okay, also wenn du nichts hast, du hast ja was für Pedro, ne? Aber wenn du nichts hättest, der JBlue, der hatte eine AK und eine LVCD. Ja gut, ich habe jetzt Kalaschnikow G28. Ja, ist auch nicht so schlecht, ne? Und die MP5. Aber ich habe keine Muni mehr für die MP5. Aber hast du den auf dem Dach gekillt? Das sah aus, als wenn der hinten runtergesprungen wäre. Da muss doch noch einer sein. Ich habe 2 Kills. Ne, der ist ja umgefallen. Ja, ja, da ist er, ja, alles klar. Und JBlue hat auch 2 geholt. Ja, dann sind sie jetzt down. Dann haben wir mit Ach und Krach das Team geschafft. Backpack ist voll. Du lügst. Einer von uns. Ja, richtig. Wo muss ich denn hin? Irgendwo. Ich geh ein Stück nach oben. Tja, gut ausgerüstet. So, du bist in der Zone. Kannst höchstens noch weiter nach oben gehen, genau. Ich dachte eigentlich mal, hier ist irgendwo so eine Seilrutsche, dann kann ich die mal benutzen. Kannst die sogar hochrutschen? Ja, will ich, ja. Da ist er doch hier. Kannst auf dem Dach starten auch. Sehr hoch und wieder runter. Er hat die Snipe der Götter. Auto ja, kommt. Ja, ich wollte seinen Körper mitnehmen. Ja, muss ich mitnehmen. Will ich mal eine Weste. Nimm mal eine Weste her, genau. 762er Munition. Ja, ich habe 264 Schuss. Ich glaube, die werde ich heute nicht mehr verdienen. Rechts waren noch Bandagen. Okay, die werden beschossen. Dann lasse ich die mal machen. Anfang der Straße waren sie. Ja. Schießt ein Auto. JBlue, noch keine Zeit gehabt. Ich bin direkt, nachdem wir geschrieben haben, live gegangen. Andere Straßenseite, links von dir. Boah. Links aber unten direkt getroffen, ja. Granate. Die tut weh. Oh. Alter. Ja. Das waren aber 3-4 Stück, ey. Ja, die haben mich wohl ausgeräuchert. Aber ein sahniges Aiming mit der MP5. Ja, das war eine sehr gute Runde. Das ging mal schnell. Viele Hände, schnelles Ende. Ferkel. So, und gucken wir mal, wo wir jetzt kommen. Wir sind da ein tolles Team. Sind wir nicht? Doch. Wir sind ein tolles Team. Weil es so gut war.
Wollen wir echt? Mir egal. Viel Wahl haben wir nicht mehr. Jetzt ist schon wieder so ein Typ neben dir. Das kann nicht wahr sein. Ah, er ist weg. Man muss nur meckern. Ich glaube, der kommt gleich wieder. Kurz vorm Dicken. Pro Gaming mit Julian. Ja. Genau so, Jable, du. Ah. Die Stadt für uns. Erstmal, ne? Ja. Es sei denn, spawnen an einer Random. Das geht? Die nicht auswählen, wo sie starten, spawnen irgendwo. Okay. Schreibt man Julian so oder so? Das letzte ist mein Kanalname, also mein... Ich will jetzt nicht Künstlername sagen, das klingt ja voll falsch. Das erste ist mein echter Name. Also, so wie du es zuerst geschrieben hast, so schreibt man meinen echten Namen. Tobias, was ist da los? Ja, ein paar Meter gestürzt. Oh, das hat wehgetan. Machst du sowas? Ja, mein Sprunggelenk. Er möchte den anderen eine Chance geben. Vierfach. Ich habe ein gutes Handicap. Das ist Tobinator Let's Play, ganz genau. Nein, natürlich nicht. Oder, Tobi? Bist du berühmt? Nein, nicht wirklich. Stille. Nein. Ich hätte jetzt ja auch bloß gekreischt wie ein kleines Mädchen. Tobinator, grüß mich, schreibt JBlue. Wo bin ich hier? Gib mir den geilen Scheiß da. Nein, du kriegst heute nichts. Hauptsache, ich mache hier voll einen auf Assassin's Creed, so. Warum ist das vierfach auf der MP5 und nicht auf der AK? Nein, JBlue. Oder hast du der Gegner bei dir? Was meinst du? JBlue sag ich schon. JBlue schreibt gerade, er kriegt gleich eins aufs Maul. Warum? Was ist da los? Nates für alle. Nee, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Von Tobi? Quatsch. Das ist ein ganz lieber. Den kenne ich schon seit 8 Minuten. Das ist ein ganz lieber. Na, wir haben uns vor einem Monat schon mal kennengelernt. Ja, ich meine auch. Ja, ja. Vollkommen korrekt. Das war auch witzig. Ich hätte auch mal wieder Bock drauf. Helmbeste habe ich. Flashschalter, Assault Rifle. Irgendwie habe ich kein Sniper-Glück mehr. Ich finde keine Sniper mehr. Hab ja ein paar 12 gefunden. Aha. So richtig glücklich bin ich auch noch nicht irgendwie. Ich habe diesen MP5-Verschnitt und eine Kalaschnikow. Aber wir haben ein Auto hier. Das ist schon mal ein Anfang. So, die linke Seite der Stadt ist durch. Oh, hier ist noch eine MK12. MK12. Markiert. Ach, was soll's. Oh Gott. Ich glaube, ich finde eh nichts mehr. Du hast ja garantiert alles abgefarmt hier, ne? Wie gesagt, hier liegt nur ein Sniper bei mir. Und damit kann ich eh nicht um. Bei dir? Was bist du denn? Nummer 4, ne? Ich komm da mal eben hin. Bock auf die MK. Ah! Bock auf die MK. Oha, was? Wart ihr das? Also ich war es nicht, also wenn, dann war es Jay. Ist die gut? Er zeigt mir hier gerade eine Grotza. Ja, ich mag die nicht. Ich
habe 2 MK12. Ich nehme sie aber. Ich komme! Ich nehme sie erstmal mit. Durch. Wegen der Munition. Hast du zufällig noch 762er, JBlue? Ich habe hier gerade welche gefunden. Ich kann sonst noch welche mitbringen. Hat er nicht. Okay, danke. Also, dann brauche ich nämlich jetzt auch gleich hier 5 Dingsbums brauche ich das. Ja, 3 Häuser weiter auf der gleichen Seite ist nochmal eine. Da habe ich die Munition auch liegen lassen. Machen wir das einmal so. So. Sonst das Magazin da rein. Das geht nicht, Sniper, ne? Das hier drauf. Da klaut er meine Karre. Weg ist er. Dahin, der kommt weg. Kommt weg. Du kommst. Falsche Richtung. Wo muss ich lang? Da müssen wir lang. Ob hier noch eine Karre irgendwo steht? Ja, hier hinten bei mir. So, wo sagst du? Da wo, in die Richtung, die du jetzt gegangen bist, oder was? Andere Richtung. Richtung Monster Truck. So ein braunes Haus, oder was? Ja, ich glaube schon. Doppelstöckig. Rechte Seite, gehen wir jetzt rechts rein. Oben oder unten? Unten. Ah, ihr habt's. Ja, 45 Schuss sollte genügen. Ne? Sonst kann ich hier auch nochmal 100 abdrücken. Ja, 762, ja, sehr schön. Habt noch eine Anbauteile für die Sniper? Nö. Schade. So, was haben wir hier noch? Ja, ist ja gut. Mein Backpack ist voll. Hier ist ein 8-fach-Scope. Wer hat das Sniper? Oh, hier, ich möchte. Gib dem Tobi das. Wo bist du? Hier, der Julian ist die 1. Ja, genau. Hätte ich mal nichts gesagt. Aber ihr habt ein 4-fach, ich brauch das nicht unbedingt. Ich bin mal ganz unauffällig. Was? Ich kann den 4-fach dafür geben. Ja, nehme ich. Ich kann es gerade noch nicht aufnehmen, weil. Voll. Weil wegen voll. Obwohl, ich brauche den ganzen Scheiß ja gar nicht, was ich hier habe. Ich kann es ja wegwerfen. Haha. Ey. So, also ich bin hier. Ich hab's. Hast du es jetzt? Ja, okay. Jetzt habe ich sie hingeschmissen. Warte, wo? Der Shutter ist so bad. Also ich hab's nicht eingesagt. Er hat's wieder mitgenommen. Ich hab noch Magazin und AR-Teile. Da habe ich alles. SR brauche ich nicht. Tobi. Noch 7er. Torpedorohr, da schießt ihn. Nicht mich! Hier liegt das, ne, Tobi? Tobi? Vierfach rausrücken, das rein. Möchte wir das vierfach mitnehmen, sonst nehme ich das auch noch nicht. Bist du da? Warum habe ich denn keinen Platz mehr? Wo sind das Vierer? Ja, das ist wer gemobst? Nein, ich hab's nicht. Ich kenne euch doch. Hier, hast du es. Hier. Spiel nicht mit mir. Ach da. So, da ist es. Nein, ey! Wir müssen weit, relativ weit, und wir haben noch 1,40. Nicht in diesem Ton. So nicht, mein Freund. Dann weg. Sehr gar nicht, warum kann ich jetzt mitnehmen? Bom, 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 bom. Das Item ist verbuggt hier. Autsch. Also entweder leckt's gerade oder? Lecken! Ein klassischer Torpedo. Komm ja schon. Immer dieser Stress, dieser Druck, den man als Mittelständler so hat. Ja! So, Attacke. Oh, fahrt schon langsam, dann kann ich meine mittlerweile kalte Pizza. Lebt er noch? Ja. Alles gut. Man hört nur einen lauten Knall. Ich hatte den Helm auf.
Sicherheit geht vor. So. Ja, die Richtung stimmt. Hat noch wer einen Rotpunkt oder sowas über? Kann ich dir gleich abgeben, wenn du Bock hast, ja. Was ist das? So. Kannst du einen Holo oder einen Redshot haben, wie du möchtest. Red. Ich komme mit beiden klar. Wollen wir direkt ein bisschen weiter reinfahren? Oder ja, wo grün ist, ne? Ja. Ja, grün ist gut. Ja, perfekt. Ja, huhuhui. Achso, wir springen ja gar nicht. Oh, wir sind aber genau richtig hier, oder? Ja, ein Stück weiter noch. Oder? Ne, wir sind richtig. Ein Stück das rechts hier. Genau, aus. Genau, sehr gut. Ja, gehen wir zu Fuß, wir sind im Bereich. Checkt am besten die Häuser nochmal. Ja, hat sich gelohnt. 9 mm. Nochmal. 762er, nice. Jetzt mal wieder schön nach oben. Da sind überall Schüsse. Ja, wahrscheinlich in der Stadt. Aber ich gehe da gar nicht erst weit rein, ich verpiss mich direkt auf den Berg. Ja. Ein bisschen durch die Spalte laufen. Ich sehe aber auch keinen da unten. Doch, du siehst uns. Feuer frei oder was? Nein. Ich sehe da hinten Feuer. Auf 60, aber bestimmt 300, 400 Meter weg. Ja, lass das ballern. 500 Meter sogar. Da in dem Haus oder was? Marsch der Welt. Ja, da ist schon weiter. Drauf geschissen. Kommst du eh nur mit dem Achter hin. Selbst dann triffst du glaube ich nicht. Fahrzeug irgendwo? Ja. Irgendwo trifft's ganz gut. Ich hab nichts gehört, das muss bei euch irgendwo sein. Hm. War noch relativ weit weg. Rechts von uns ist ein Drop. Hm. Kann man den mal locker eigentlich kaputt machen? Oder wart ihr das? Ich schieß nicht. Dann ist oben auf dem Berg einer drauf. Hm. Über uns ist auf jeden Fall was, ja. Dann macht euch klein und hässlich. Fertig. Ich muss ihn noch klein machen irgendwie. Wie komme ich denn da hoch? Ich könnte klettern, aber ich will nicht. Ja, ich will klettern, aber ich kann es nicht. Na, gehen wir mal den Umweg hier. Es muss auch klappen. Kann man da am Dropper wegsnacken oder ist da keiner? Ich habe da einen Hügel vor, ich sehe den nicht komplett. Oder rechts hoch? Wir können auch hier nicht hoch, oder? Das kannst du nicht erzählen. Wir müssen weiter nach rechts. Nein, nein, oh nein, oh nein, oh nein. Leute. Okay. Wo bist du denn? Mitten in der Spalte. Oh, JBlue kommt auch hinterher. Danke, JBlue, okay. Lieb von dir. Will noch wer springen? Ja, aber ich springe außen rum. Was macht ihr denn da? Ja, JBlue meinte, ich kann nicht weiter springen als er. Wow. Oh, 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 oh. Hör auf. Oh, oh Gott. Alter, euer scheiß Ernst. Und er überlebt. Ist das gut. Euer fucking Ernst. Komm mal näher ran. Und das alles nur, damit Torpedo auch mal was zu tun hat. Ja. Hm. Sanitäter. Pro-Gamer, ehrlich. Alle drei, ey. So, als hätte ich gerade nicht die Runde schon alleine rocken müssen.
Dankeschön. Ach, warum nehme ich denn das? Ich habe noch ein ganz großes. Na, was soll's. Dann Pepper. Ja, die hebe ich mir an. Die hebe ich mir auf. Oh, wir leben noch, cool. Easy. Ja. So macht man das. Also Kinder, die zu Hause gerade zuschauen, nicht nachmachen. Hat jemand Bandagen? Ja, wo bist du denn? Und Finger weg von Drogen. Christian, da haben wir doch eine Geschichte. Oh Gott. Oh, wir müssen ein Stück hier rüber. Da willst du einmal im Leben Drogen kaufen, weißt du, was passiert? Du kaufst beim Polizisten. Nee, du kaufst Lollis, die nur nach THC schmecken, aber nichts enthalten. Okay. THC-Lollis? Warum kauft man sich sowas? Keine Ahnung. Warum nicht? Das klingt ja ekelig. Oh, 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 oh. Wo, wer, warum, wieso? Wir müssen runter oder ein Stück links rüber? Ja, ich springe schon erfolgreich den Berg wieder runter. Das war sogar ohne Schaden. Rutschen, nicht rutschen. Hier kommt man hoch. Auto hier oben. Ich hör's. Ich sehe einen vor mir, den könnte ich wegholen. Aber mach. Wo bist du? Wo ist vor dir? Oben. Oben, ganz oben am Berg. Noch mehr, die kommen zu mir. Das hört sich aber an, als ob die Ecke rumkommen. Gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn? Ich sehe keinen. Jo, Julian, du müsstest ihn sehen, oder nicht? Ja, auf mich wird geschossen, aber ich sehe niemanden. Wenn du hier runter gehst, links, ein Stück links runter. Der kommt doch hier. Da ist er, links. Down. Der nächste, oder? Hier ist noch einer, hier muss noch einer sein. Ja, das ist ein Viererteam, ich weiß. Aber die haben uns ein Auto da gelassen. Richtig nett von denen. Hab ihn, den letzten. Schön gemacht. Oh, Schalldämpfer. Zwei. Ah, klaut er hier alles. Da. Wo ist denn jetzt meine Waffe? Die MP, warte mal. Hier ist auch 7er. Was war das denn? Wo waren die anderen Typen? Ich kann es dir nicht sagen. Oh, einer lacht doch irgendwo hier hinten. Hä? Aber ich bräuchte noch eine Hauptwaffe. Ah, hier ist noch einer. Da ist noch eine M4. Oh, wir müssen noch ein Stückchen weiter nach links. Ja, wir haben ja ein Auto, wir können fahren. Würde ich behaupten. Nehmen wir doch lieber eine schallgedämpfte MP. Gefällt mir besser. Hier ist noch ein Vierfach, wenn einer braucht. Ich bin glücklich. Ja, würde ich mitnehmen. Auf jeden Fall muss ich meine AK hier wegschmeißen. Ja, hier bei 10 Gegner haben wir nur noch. Ah, direkt auf 300 zwei Gleitschirme. Wow, ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Lol, ich sehe nicht einen einzigen. Bestimmt im Haus da hinten. Ja, ja. Ja, die schießen. Oh Gott, ich krieg. Ja, ich lieg. Fuck. Die sind in dem Haus. In welchem Haus? Auf 300. Alter, ja, die sind auf dem Berg, nicht im Haus. Die sind auf dem Hügel vor uns. Ich liege auch. Ist noch wer bei uns? Tobi, kannst du uns erst hochholen oder wie ist der Plan? Ich bin, warte mal. Ich muss mich einmal healen. Mich könnte er vergessen, ich schaff das nicht. Dass ich da oben bin, ich bin auch unter Beschuss. Sorry. Scheiße. Na,
Das war's. Nee, ich musste weg, ich wurde beschossen. Ja, ist gut. Ich geh auch drauf. Schaffst du nicht mehr. Du holst jetzt einfach den Sieg und gut ist. Okay, so machen wir das. Hol uns den Sieg, genau. Was ist das denn? Bumm! Was ist das für ein Geräusch? Ja, hinter mir. Macht der Helikopter Durchsagen? Ja. Okay. Du bleibst nur 2 Minuten stehen. Und danach kommt die Eiszone und dann kriegst du Damage. Wer hat bei dir mit der Granate geschossen? Hinter mir stand schon einer. Oh Gott. Ich brauche Wochenende, Leute. Oh, ich fühle mich wie ein alter Mann. Nur ein bisschen älter. Hoch die Hände, Wochenende. Ich gebe mal immer. Das will ich in die Pose aus, dann gehe ich mal zu trinken rein. Jo. Oh, satt. Oh. Jay Blue. Julian, ich liebe dich, schreibt er. Ich fühle mich gerade ein bisschen geschmeichelt. Da wird er rot. Ja, ich war heute Morgen schon überlegt, ob ich mal so einen Effekt mache, dass ich rote Haut habe komplett. Wenn mal einer sowas schreibt, dann so auf Knopfdruck, zack, total rot. Mein Julian. Okay. Aber ich weiß noch, bei PUBG, habe ich erst ein einziges Mal gewonnen. Und das war, als ich gerade was in OBS getestet habe. Das war außerhalb eines Streams. Ob mir sowas hier auch passiert, dass ich irgendwann mal irgendwas teste, alleine spiele, dann gewinne ich mal zufällig. Und dann hat es niemand gesehen. So ganz traurig, einsam und allein gewinne ich für mich alleine. Wenn ich dich nicht bekomme, dann soll ich niemand haben. Very nice, Bärbel. Grüß dich, na? Das ist ja schön, dass du reinlutzt. Wie geht's dir? Huhu. So, was haben wir heute? Oh, very nice, vielleicht weißt du das. Ich verwickel dich mal in ein Gespräch. wie geht es eigentlich Quiz dem Baden? Wie geht's dem guten Quiz? Der war am Wochenende krank, hatte aber irgendwie ein Community-Treffen und irgendwie was anstehen gehabt. Und ich habe ihn auch jetzt länger nicht mehr live gesehen. Übelst. Ja, du auch. Ah, ich sehe aber auch Discord, Sprachchat verbunden rot. Der Discord, der ist ganz schön rot gerade. Das ist gerade Discord. Meine Connection zu Twitch sieht ganz gut aus. Ich hoffe, ich bin noch flüssig. Das klingt voll falsch. Ich hoffe, ich lagge nicht, also mein Stream. Liebe Bärbel, wie geht's Quiz? Der war krank. So, ja, der Discord ist gerade etwas down, merke ich. Hör ich. Ich hoffe, dass der Stream noch läuft. Ich weiß nicht, ob es meine Internetverbindung ist heute. Oder ob es jetzt Discord ist. So, gestern war er noch ein bisschen krank, hat viel Tee getrunken, der Arme. Und sagte dann, ihr seid meine Subscriber. Ich kann euch ja nicht enttäuschen. So lieb ist er, voll geil. Finde ich toll. War er online?
Ich habe gar nichts von gekriegt. Ich habe... Hallo? Hallo? Oh, jetzt geht's wieder. Ja, ja, Discord war weg. Ich habe eine rote Connection zu Discord gehabt. Es leckt nicht mehr. Ja, 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 das ist Discord. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen, dass Quiz online war. Ich habe mir schon zweimal verpasst. Das nervt mich schon so ein bisschen. Ja, aber online hat sich durchgekämpft. Oh, und ich war nicht da. Ich hatte einen kompletten Disconnect. Ich bin woanders gespawnt als ihr. Ja, sind also ziemlich am anderen in der Map. Ja, aber ich habe ein Auto. Eine Pumpe? Was habe ich denn hier? Eine Pumpe? Ja, die Waffen sind auch alles andere als gut. Eine Weste habe ich. Hier war ich doch. Ich war jetzt in drei Häusern. Das dritte Haus war das erste, in dem ich war. Hm. Merkst du was? Ja. Das passiert mir nicht nochmal. Oh ja, auf jeden Fall die MP5. So, er sagte, Sonntag geht es weiter. Bin nicht ganz sicher, dass das Arnulf, KVTV, auch Sonntag streamt. Ja, Wochenenden. Ich habe deren Streampläne, die Sendezeiten, noch gar nicht so verinnerlicht. Unter der Woche wechseln die sich ja ab. Die streamen ja ganz, ganz selten gleichzeitig unter der Woche. Wie machen die es denn am Wochenende? Ist Wochenende immer so, wie es gerade passt, bei allen? Oder haben die da auch feste Zeiten am Wochenende? Der Arnulf, der streamt meistens, wenn ich gerade auf Arbeit bin. Da kann ich natürlich jetzt während der Arbeitszeit schlecht zuschauen. Na, nochmal eine Krotzer. Na, besser als die Vector. Die MP5 ist sonst okay. Was ist denn das hier? Origin 12. Da haben wir nochmal so eine. Jo, muss mir auch mal Streampläne notieren. Ja, ja, ja. Man kennt es. Ja, nehme ich sie mit. Ja, ich glaube, hier sind wir durch, ne? Oh, Auto habt ihr schon? So. Ich hätte eins, damit ich zu euch kommen kann. Ja, perfekt. Eigentlich sind sie alle recht konsistent, aber Arnulf haut gerade täglich einen Bierkalender raus. Jeden Tag Bier verkosten. Was für eine harte Arbeit. Sehr gut. Ja, genau. Den Bierkalender hat er ja schon mehrmals angekündigt gehabt. Noch im November, logischerweise. Finde ich auch eigentlich ganz geil. Und was meinst du mit haut er raus? Verschenkt er wirklich täglich einen Bierkalender an Zuschauer? Oder was macht er da? Oh, so. So, die brauche ich gar nicht. Nee, er trinkt es. Okay. Wo fahrt ihr hin, wenn ich fragen darf? Ich habe keine Ahnung. Dito. Jetzt würde ich da hinkommen. Ja, Zone ist bei uns, ne? Muss ja quasi eh mehr oder weniger zu uns rüber. Treffen wir uns da unten, würde ich sagen. Alter, ich krieg noch ein... Was ist denn los hier? Fahrzeugwechsel oder? Ich krieg noch einen Tinnitus hier. Ich hab einen Tinnitus auf den Augen, ich sehe lauter Pfeifen. Es leben noch 47. Oh, diese ganzen Kabel. Oh, Wochenende ist es vorbei. Da kommt das neue Mikro. Ich bin so gespannt. Dann tun die... Vor uns, vor uns, vor uns. Da sind die Gegner. Bin lock. Down. Nein, ich komm nicht weg. Ach, hör doch auf. Oh Mann, oh, das kann nicht wahr sein. Ich war gefangen. Vom Auto. Ich war gefangen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich wollte noch über die Motorhaube springen. Rechts von dir. Rechts von dir. Hinter dir. Genau.
Tja, Tobi. CJ hören. Machen wir mal ein bisschen Action. Hol sie dir, Tiger. Ja, wieso bin ich reingefahren? Eine sehr gute Frage, JBlue. Eine sehr gute Frage. Ob das so eine gute Idee war, den Schoko-Nikolaus am Verstärker zu parken? Hast du mein Bild gesehen auf Instagram und Facebook? Du hast einen Yoshi. Ja, der hing wirklich geknebelt an der Haustür. Ich habe noch nie was Geileres gesehen. Einen geknebelten Yoshi an der Haustür. Ich wollte den mit dem Auto platt machen. Was ist denn für ein Fenster? Oder bist du geduckt? Nee, jetzt bin ich geduckt. Was ist das denn? Ja. Fenster mit D-Norm. Oh, Jack Blue. Ab jetzt fährst du das scheiß Auto. Aber wenn Autos vertikal einen Berg hochfahren, warum dann nicht solche Fensterbänke? Ja. Jo. Nö. Die Spectaten ist so verzögert bei mir. Total laggy, ne? Als ich JBlue zugeschaut habe, stand er gegenüber vom Gegner und hat nicht geschossen. Das kann gar nicht so gewesen sein. Und der Tod schießt bei mir die ganze Zeit hart daneben. Ja. Ach, Quatz. Quatz sag ich schon. Quatsch, JBlue. Der Lukas. Puff, grüß dich, na? Alles gut bei dir? Und bei dir hat er keine Waffe? Wollen wir mal zurückfahren? Hui. Schade. Oh. So, kein Platz mehr. Ja, leider sind wir voll und haben keinen Platz mehr. Nee, ich würde sonst rausgehen. Ach so. Man hätte dir an. Lukas, wir haben einen Platz frei. Ja, Tobi, danke fürs Mitspielen. Ja, vielleicht haben wir uns ja später noch. Ich weiß nicht, machst du noch länger, oder? 22 Uhr. Eine Stunde noch. Ja, dann wird's wohl nichts. Dann dir noch einen schönen Abend, Tobi. Und dann hoffentlich bis die nächste Mal wieder. Auch. Ja, ich weiß ja nicht. Wann spielst du das nächste Mal? Dienstags und donnerstags. Dienstags immer Paladins und donnerstags immer offen, wo er Lust zu haben. Okay. Ansonsten einfach mal in Discord reinschreiben, dass du wieder Bock auf Hots hast oder so. Dann können wir auch Donnerstag gerne mal Hots anschmeißen. Ja. Schauen wir mal. Alles klar. Viel Spaß noch. Jo, danke. Bis dann. Ciao, ciao. Jo. Blum. So, dann warten wir kurz auf den Lukas. Ja, gut, ist gut für mich. Zocke aber auch mit Michi. Ach so. Dann wird es natürlich schwierig jetzt. Dann sind wir ein Dreier gespannt, oder wie? Das heißt, du zockst jetzt mit Michi zu zweit wahrscheinlich und dann zocken wir zu dritt hier weiter. Wird ja sonst ganz schön unmöglich. Ich starte mal das Matchmaking. Bam, 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 bam. Das kann ich nicht machen, Lukas.
Also du weißt, wenn Platz wäre, würde ich euch liebend gerne mitspielen lassen. Aber ich kann ja schlecht jemanden rausschmeißen dafür. Danke dir nochmal, JBlue. Ja, alles gut, ja. Das wäre ein bisschen unfair. Torpedo, du weißt, wo die Tür ist, ne? Ja, ich gehe gleich. Jetzt hat er wieder große Fresse, weißt du, wo ich das Abo verlängert habe. Ja, genau. Geld ist da. Jetzt kann ich die Sau rauslassen wieder. Das ist immer das Gleiche, ey. Immer wenn man auf Technik spart, dann gibt es die nächsten 3 Monate wieder nur Popcorn und Eiswürfel zu essen. Jo, dann viel Spaß euch noch, Lukas, und lieben Gruß an den Michi. Ach, JBlue, gerne. Gerne, natürlich darfst du mitspielen. Ach, die Kopfhörer bringen mich um, ey. Ich hoffe, ich schaff's noch bis 10. Die sind jetzt schon so mega unangenehm und tun weh im Ohr. Sehr geehrter Kunde, bitte denken Sie an Ihren Termin morgen. Ja, weiß ich. La 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 la. Einmal professionell ins Mikrofon gähnen. Oh, Steam. 3 Produkte auf Ihrer Wunschliste sind im Angebot. Kaufen, kaufen, kaufen. Was ist denn da los? Frostpunk 33%, Observer 55%, Overcooked 2, aber nur 25%. Overcooked 1 fand ich mega gut. Was kosten Frostpunk denn aktuell? Warte. Mit dem Rabatt dann. Mal gucken, was mir hier angezeigt wird. Frostpunk, noch 20,09 €. Das ist mir noch zu viel. 10, 15 hätte ich es vielleicht noch mitgenommen, aber so sehr hat mich das jetzt nicht umgehauen, aber sah interessant aus. Ja, auf jeden Fall. Julian, bist mein Pfeff-Streamer. Sagt man Pfeff oder Pfaff? Danke, ist echt lieb von dir. Jetzt müsste ich wieder diese rote Gesichtsfarbe haben. Pfaff klingt irgendwie falsch. Helm. Helm. Oh, Tür. Hier liegt ein Munitionspaket und ein erweitertes Magazin für einen Sniper. Das V-Aspekt willst du haben? Passende Sniper dazu, gib die mir. Hallo? Da. Nee, die nicht. Ah. Dann nehme ich mal hart alles mit. Askamon, grüß dich, na? Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, dass du auch eine gute Woche gehabt hast bisher. Sie ist ja schon fast vorbei, Gott sei Dank. So, das passt. Die nehme ich auch noch mit. Genau dahin. Oh, Alter. Das Monster von Torpedroness. Das war ja ein Geräusch gerade. Mehr davon. So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Doppelten. Unsere Captain-Freunde. Oh, weo, Baloo. Ah, die ist ja noch besser. Aber auch die 762er Munition. Ach, na komm, ist egal. Ja, ich hab genug davon. Ja, das passt. Dann brauche ich die nicht mehr. Also hier in meinem Haus liegt noch 556er, 90 Schuss, falls wer braucht. Ich habe 210 und alle Magazine sind voll, sollte reichen. Ja, ja, ja. Bei Askamon denke ich so ein bisschen an Digimon oder Pokémon. Kommt das daher? Oder wie kam das? Warum Askamon? Das ist immer voll spannend, wenn ich mir von Zuschauern oder anderen Streamern die Namen erklären lasse. Warum eigentlich? Warum heißt du eigentlich, wie du heißt? Ich kenne das nur von Dingens, wie heißen sie? Rocket Beans.
Das Budimon. Das Budimon, ja. So, ich spiele die mal auf. Ne, macht Sinn. So, spiele ich die. Wechseln, ja. Nahkampf. Ach doch, ich fühle mich ganz wohl. Wer will denn hier keine LVOAC? Nimm mit, Alter. Nimm mit. Ich hab's rausgeschmissen. Ja, ich hab's. Warum hast du deinen Charakter immer noch in was? In Standard-Style? Was ist das? Achso, im Standard-Style. Ah, jetzt habe ich's. Ich glaube, die Dörfchen ist durch, ne? Ich fahre nach Tiny Village. Wenn jemand mit will, letzter Aufruf nach da nicht lang. Nach Tiny Village. Toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm wieder von Baloo und seine Crew hier. Oh, we oh, Baloo. Ich habe die Tage einen Ohrwurm gehabt von Arnulfs Inquisitor-Lied. Ich habe diese scheiß Melodie nie aus dem Kopf gekriegt. Ja, das erfolgt einen länger, da hast du recht. Ja, eigentlich brauche ich nur der Straße folgen. Erste Mal, dass ich jetzt so eine Level-2-Weste gefunden habe. Wollen wir wechseln? Die Karre also, fährt, glaube ich, ein bisschen schneller, ne? Schneller, das Vehikel hier. Alle drinne? Ja. Jetzt sehen wir Pro-Driving. Nee. Ich gebe mir Mühe. Ich habe noch einen Extended Mag für eine Sniper und die Schulterstütze für die M4. Für die Sniper? Ich habe eine Mosin Nagant oder wie sie heißt. Oh, das Ding ist noch schneller. Soll ich das mal im Haus werfen? Willst du das haben? Ja, bitte. Bäh. Ja, jetzt bin ich wieder im falschen Auto drin. Yo, nice. So. Holen wir Männer? Meh. Ach stimmt, jetzt ist auch blau, ne? Jetzt ist er nicht mehr grün und hat kein Truthahn mehr. Ja, genau. Ganz genau. Ich bin hier richtig, oder? Ich hab nicht mitgeguckt, aber ja, sieht. Sieht gut aus, wir müssen geradeaus. Ja. Ab nach Tiny Village. Nee, hat nichts mit Pokémon zu tun. Er von Asgard und dem Mond. Oh! Also er aus dem Wikinger-Bereich, oder was? Asgard? Hast du 1,60? Sehr gut. Ja, können wir machen. Gut. Wollt ihr looten? Wollen wir hier ins Haus oder was? Ja, ich hab nur gefragt. Ja, musst du sagen. Von mir aus können wir hier gerne einmal durchforsten. Weste habe ich, Helm habe ich, Munition habe ich. Da wäre nochmal so ein Extended Munition. Hier Bandagen nehme ich mit. Munition. Munition, Alter. Ja, es passt so. Da hat einer die Mosse nagert. Oh, jetzt nee, das sind andere Dinge, diese 7681, das weiß ich nicht, wie das heißt. Ein kurzes, knappes Ja. Yep. So, Jay Blut sammelt sich noch. Brauche Scope, ich habe keins. Ach doch, ich habe sogar ein Scope, aber das habe ich selber auf meiner AK. Hast du noch ein Scope über? Ich hab nur ein Zweifach. Komm gleich. Achso, ich wollte sagen, wir hätten da gerade gehupt. Das war vor der Tür. Ist hier ein Zirkus? Ja. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Wir sind falsch gefahren. J-Blue? Er zieht eiskalt durch. Über uns. Über Jay Blue. Ja. Boah. Oh Mann, noch ein HP. Ich heile mich gerade mit einem HP. Ist richtig. Alter. Wo ist der?
Ich höre von da Schüsse, ist klar. Wusste. Fuck! Neben mir. Ja, ich bin gefinisht. Sie sind Minimum zu zweit. Ich sehe niemanden. Jay Blue, noch können wir abhauen? Nee, der haut nirgendwo mehr ab. Ach so, ich bin ja alleine. Och nein. Verpiss dich, hau einfach ab. Lass mich auch in Ruhe. Ich glaube, wir dürfen weniger oder wir müssen weniger looten. Wenn wir wirklich ausgerüstet sind, dann durchziehen zum Gebiet, zum letzten. Ja, und den Loot dann von Leichen holen oder so. Ja. Ja, so ein Startloot hat man ja irgendwann, ne? Ja, auf 48, 47. Irgendwas, irgendein Visier, irgendeine Wumme und abhauen. Ja. Wir müssen mehr campen. Ja, wir müssen mehr ins letzte Gebiet. Wir dürfen zwischendurch nicht mehr anhalten. So, ich bei PUBG auch die meisten Runden gewonnen. Ja, ist echt so. In die Mitte von der Zone hocken und warten. Ja. Auch wenn es langweilig zum Zugucken ist. Die machen da ihre Arbeit und killen sich gegenseitig und man selbst kommt und zeigt den Rest weg. Ganz genau. Ich liebe diese Funktion, dass man hier das Scope tauschen kann auf den Waffen mit einem Tastendruck. Wie super. Das ist echt Hammer. Meine Weste ist angeschossen. Ich weiß auch nie, warum PUBG sowas nicht umgesetzt hat. Selbst im echten Waffenbereich gibt es dann für die Waffen, die große Zielfernrohre haben, gibt es dann Kimmer und Korn in so einem 45-Grad-Winkel. Ja. Weißt du, was auch Hammer ist? JBlue, was ist auch Hammer? Ich brauche noch eine Weste. Brauche ich die? Nö, die brauche ich nicht. Ich glaube, ich traue mich einfach. Ich laufe hier mal so ein bisschen rum. Ja, aber hier lag überall noch Munition und so was rum. Dann war hier keiner. Und nicht nur eine Nate. Hier war keiner. Mann, ich brauche eine Weste. Hast du da schon das erweiterte Magazin drin? Ja. Deswegen habe ich gefragt. Ich habe eine Weste, ja, ich weiß, aber die ist angeschlagen. Da könnte noch eine bessere hin. Weißt du, was Hammer ist? Du. Danke dir. Oh, JBlue, du bist auch der Hammer. Bei dir ist sie voll, bei mir ist sie angeschlagen. Rot. 133 Def macht sie nur noch. Sehe ich eigentlich schon, wo es weitergeht? Ja, nicht bei mir. Toll. Wobei tatsächlich, also bei mir unten im Spectate-Modus, da in der Mini-Anzeige unten, ist die, wird die bei mir auch als voll angezeigt. Okay. Fahrzeug. Fahre ich dahin? So, erstmal ausparken. Ganz langsam, Step by Step. So, fahren wir mal direkt hin. Aber wir sind noch verdächtig viele am Leben. Ja, total. 35 Juhu. Leute. Wir müssen weniger laufen und mehr auf eine Stelle sein, ja. Ob das gut ist, da durchzufahren? Oh Mann. Frage beantwortet. Durchfahren ja, gegenfahren nein. Gegen das Dorf gefahren. Ja, Camping ist Win, genauso. Boah, das. Boah. Weiß nicht, kennst du den Twitch-Kanal Bonjour? Nee. Wir waren letztens auch zu einem PUBG-Turnier irgendwie eingeladen und die haben auch, glaube ich, auch den dritten Platz irgendwie geholt, weil sie sich da nur in so einem Klo versteckt haben. Die waren nachher echt? Irgendwie, haben sie die Jungs da schon die Klo-Boys genannt. Naja, wenn es funktioniert. So, ich verwirre die Gegner jetzt mal. Ich wechsle während der Fahrt das Fahrzeug, das wird die alle verwirren. Allerdings sind die da auch relativ entspannt dran gegangen. Ich glaube, der einzige Grund, warum die mitgemacht haben, war, ey, da gibt's Geld zu gewinnen. Und ey, wenn wir Letzter werden,
kriegen wir 5 Euro Minimum. Das heißt, ein Döner haben wir sicher. Geil, da machen wir mit. So, auf meinem Video habe ich 0% gecampt, okay? Da kannst du bei Gelegenheit auch mal reingucken, wenn du willst. Mal gute Sachen. Okay. Die haben mal angefangen, zumindest einer von denen, der Niklas war das? Ich glaube, der Niklas, ja. Der war mal StarCraft Grandmaster. Ich glaube, ich komme hier nicht rüber. Die hatten dann so eine StarCraft Akademie. Ja! Oh. Ah. Scheiße. Schön explodierend den Berg runter. Sauberer Abgang. Ja, aber klar, in den Bergen da in der letzten Zone war ja, GG, genau. Ja, GG easy. Das war jetzt nicht so geplant. Askamon, wir haben noch Platz 2. War das nicht geplant? Ja doch, es stand genauso im Drehbuch. Ich dachte, das war jetzt ein cooler Stunt für die Fans. Ja. Askamon, hast du das Spiel? Willst du mitmachen? Ach ja. Torpedro, bist du bereit? Achso, ich dachte, wir warten noch auf jeden. Ja, nö, ich warte nur noch kurz, ob Askamon antwortet, ob er mitmachen will oder nicht. So, ich könnte mir die Einstellung gehen, ne? Und das Ding da, diesen Visier nochmal ändern, ne? Ich möchte rote Handschuhe, hä? So, nee, heute noch nicht. Schon im Bett mit Handy, alles klar. Willst du das auch eben, wenn er jetzt zu spät? Toggle, Apply. Ach so, wegen den Zielen oder was? Die Option heißt TPPADS Mode. Hold Option. Ah, natürlich. Wie soll es auch sonst heißen? Wo ist denn das? In den Settings der dritte Menüpunkt und dann das dritte. Das müssen wir die auf Hold stellen. Nee, ist auf Toggle. Was? Hold Option will Disable Aiming? Was? Da sind bei mir 2 TPPS-Dingsabums da. Einträge. Ich soll nur mal gucken, jetzt bin ich schon im Ladescreen. Ja, ich auch. Aber schönes Spiel, beiden, so viel umsonst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eins der beiden ist es aber. Na, ich kann es ja ausprobieren. Wir haben jetzt hier looten, wir haben ja so ein bisschen Ruhe zu Anfang. Entschuldigen Sie, darf ich Sie looten, während Sie bluten? Genau. Ich hab die schon, die roten. Ja, ich hab auch so eine rosa Pudelmütze. Ich wollte sie aber noch nicht anlegen, weil ich glaube, damit machst du dich sowas von zur Zielscheibe hier auf der weißen Karte. Wenn du mit roten Klamotten rumläufst. Oh, Jay Blue, der Ausreißer. Ach nee, Bergel On. Wir haben noch ein nicht Custom, wie heißt es? Ein Random haben wir. Ja, lassen sein eigenes Ding machen. Jo. Ja, weil du das Fortnite-Pack hast, genau. Das habe ich mir gegönnt. Ich alte Rich Bitch. Was kostet's? 2,90 Euro? Da haut er die Dollars wieder raus. Ja. Hast du das eigentlich mitgekriegt mit Montana Black, Steuerhinterziehung und so? Hat der nicht allgemein so 1000 Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren? Auch mit seinen ganzen Casino-Streams und sowas, die so ein bisschen verrufen waren? Ich habe das jetzt nur aktuell mitgekriegt, dass er irgendwie 160.000 Euro nachzahlen muss. Ach so, ja. Das ist ja noch okay. Ja, noch ist es tatsächlich Toggle, nicht Hold. Settings. Ja, ist bei mir aber auch. Ja, steht beides auf Toggle. Hold, beides. Apply. Okay. Ja, jetzt habe ich's. Viel besser. Ja, muss ich gleich auch mal machen. Nochmal ein Helm. Why not? Clear.
So, jetzt aber in die Top 10. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Jetzt hat er gesagt, jetzt passiert's nicht. Doch, doch. Ich wette um Torpedros Geld. Das schaffen wir jetzt. Was für Geld? Ich bin nur hier, weil mir Geld versprochen wurde. Also Köder, ich sehe alle. Ja, so schlecht sind die Waffenballen auch nicht, die ich hier habe. Ja, könnte besser sein. Ist er ein Spieler? Seilbahn? Torpedro ist bei dir gerade ein Gegner irgendwo? Ich sehe gerade keinen. Ich bin an dieser Seilstation. Ich habe auf jeden Fall gerade einen Charakter gesehen, wo kein Name drüber war. Kann natürlich Zufall sein. Die 50er brauche ich nicht. Hier. Fährt einer von uns jetzt mit dem Auto? Ja, Jay Blue kommt gerade. Okay. Hä? Habt ihr das auch gesehen? Ich hab den nicht gesehen. Ich meine, alle Zuschauer. Alle beide. Da war doch gerade einer. Ich werd schwach. Ich häkle, sehe nix. Aber schön, dass du noch da bist, Bärbel. Ich häkle, ist auch geil. Hier bricht gerade der Krieg aus. Ich hab noch nicht so den heißen Scheiß. Grotzer will ich. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Nehmen wir die noch mit. Die Seilbahn, was auch sonst. Charity häkeln. Tim. Zweifachscope, größeres Magazin, alles mitnehmen. So, wollen wir los? Wo wollen wir denn hin? Ins Abenteuerland. Hat er nicht gesagt. Haben wir ein Fahrzeug? Wo war da gerade ein Fahrzeug? Ja, da hinten steht noch eins. Markiert mal jemand auf der Karte, wo wir hinwollen. Am besten in der Zone irgendwo weit hinten durch. Ich glaube, das hier nicht. Achso, guck mal, mit X kannst du die Waffe wegstecken. Das bringt dann was? Schneller. Dann kann man ein bisschen schneller rennen. Wir sind in der Zone. Und auch in einem super Gebiet. Wir können höchstens noch einmal hier hinfahren und dann da verweilen. Ja, ist okay. In der Hoffnung, dass ich dann noch vielleicht ein Visier mit irgendwas Zoombarem finde. Wir werden auch gleich wieder beschossen, ich seh's auch kommen. Ich würde aber auch sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier. Weil hier ist nicht da. Und woanders ist schlecht. So ist es. Tja, nur ein Holo. Ich habe nur eine Rauchgranate. Ich will mal ein bisschen Krach machen hier. Hm.
Oh, super Raum. So, was brauche ich denn? 556er, nehme ich mal einmal mit. Gibt es hier irgendwo so einen richtig coolen Spot, wo wir uns verstecken können? Wie echte Männer? Irgendwie da auf dem Berg oder so? Da links? Bei Nordost? Macht das Sinn oder ist das doof? Wann kommt denn die erste Zone? Kann man Sachen in-game schicken? Wie meinst du das? Ist mir irgendwie ein bisschen zu ruhig. So die Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß nicht genau, was du meinst, JBlue. Meinst du jetzt Skins, optische Sachen? Die kann man nicht verschicken. Die. So, in unserer Startstadt ist auch niemand. Noch 48 am Leben, es ist mega ruhig. Ja, die roten Handschuhe sind echt nice. Jetzt gehen sie aber drauf, wie die fliegen. Das ist auch gut so. So, und okay. Letzte Zone. Wir müssen uns ein bisschen bewegen. Kommt, lasst uns die Ersten sein. Kein Auto, keine Hupe, zu Fuß. Vorhin in die falsche Richtung gelaufen, da müssen wir lang. Was haltet ihr von hier? Irgendwo hier oder weiter rein? Hier? Ja. Das Gebiet wird ja noch einmal kleiner, ne? Ja, ja, kommt auch an, wo der Helikopter landet. Ja. So, die Ruhe vor dem Sturm. Ganz genau, Askamon. Ganz genau. Ja, links von uns sind schon die ersten Schüsse.
Vor uns, Gleitschirm. Wo? Da. Nächster Gleitschirm. Jetzt rennt er aber nicht drauf zu, ne? Auf offener Fläche. Nee, ich will da in das Häuschen rein. Ich habe noch ein Auto. Oh, ich bin der Letzte. Der kann jetzt schon lange auf mich zielen. Ich laufe hier lang. Aha. Ach, wie er nicht über den Zaun springt. Links sind Schüsse. Ja. Ich will auch in die Hütte. J-Blue, komm am besten mit ins Haus, wo wir sind, wo wir reinlaufen. Dass wir eine gebündelte Kraft haben. Die starken Boys von nebenan. Hm. Nicht? Okay. So, ich hab mir selber die Tür von der Nase zugemacht. Da. Nase. Duck dich mal, die Schüsse gehen hier drauf. Voll. Ui. Bist du das? J-Blue hat einen Kill gemacht, sehr schön. Ich war nie stolzer auf dich. Und passt einer so ein bisschen auf die Treppe auf? Ich hab mal hier so die Tür ein bisschen mit, ne? War das eine Granate? Was? Achso, meinst du? Irgendwie eine Granate. Ich hab nur eine Rauchgranate. Ich habe keinen Scope für Snipe. Ich habe auch nur einen Vierer und das ist auf meiner großen Waffe rauf. Möchte ich ungern opfern, ehrlich gesagt. Also. Oh. Na, hat der Blue wieder getroffen? Sollten mich hier bleiben? Oder? Bist du da, der läuft? Ich laufe nicht. Granate! Granate! Fuck. Treppe, Treppe, zieh auf Treppe. Granate. Ich lieg schon wieder, ich bin nicht weggekommen. Ja. Die waren überall. Die waren überall. Ja, ich bin an irgendeiner Stufe da. Na, return to Lobby. Ah, Mist. Ja, in dem hohen Gebäude mit dem kleinen Raum oben bist du ein gefundenes Fressen für Granaten, ne? Ja, das Problem war, wir konnten noch nicht die Posi wechseln. Naja, ich hab auf der Treppe nicht ein bisschen Schaden genommen durch die Granate. Das war gar nicht mal so verkehrt. Hashtag Realismus. Ja, wenn der Programmierer vorgesehen hat, dass die Granate nur einen Radius von 3 Metern hat, hat die halt nur einen Radius von 3 Metern. Ja. Stand so auf der Verpackung, ist so. So, alle in ein Haus ist doch nicht so gut. War viel zu eng, ja. Schade. Es fing langweilig an. Nein, es fing ja gut an. Direkt im letzten Gebiet gespawnt. Ja, das war ein zu kleines Haus. So, ich spiele noch ein, zwei Runden. Ich glaube, bis 10 schaffe ich es nicht, ey, meine Ohren. Ich kann am Samstag dann das neue Mikrofon testen und einstellen. Und dann ist das Thema auch durch. Aber ich glaube, ja, mal gucken. Vielleicht halte ich es bis 10 durch. Ich sterbe hier gerade einen qualvollen Tod. Ja. Da hat der J-Blue noch einen Kill gemacht, das stimmt. Und ja, wir waren ein leichtes Ziel. Da hat der Askamon vollkommen recht. Na klar, opferst dich für deine Zuschauer.
Trag mal die roten Handschuhe, kann ich nicht mehr. Ich bin jetzt ja schon hier im Ladescreen. Das ist zu spät jetzt. So, wir haben auch keinen Random dabei. Das heißt, tatsächlich haben wir uns gleich mal in die Stadt. Und dann gib sie mir bitte. Das kann ich ja nicht. Oh, diese Kabel. Und dann kauf sie mir. Ist auch geil. Bei Scardi City geht's richtig ab. Oh ja. Toll. Ein Aufsatz. Silencer. Wenn ich einen Sniper finde, kann ich die Schall dämpfen. So, die Waffen gefallen mir alle nicht. Nix. Ich finde hier einfach original nix. Ja. So, der Jay Blutsch und der Sniper. Da komme ich her. Dann runter. Jo, den Silencer kannst du haben. Nix, hier ist einfach nix. Weiß, ich habe 35 Bandagen, aber keine Waffe. Das ist unglaublich. Hier liegt einfach nirgendwo Loot. Ein bisschen Loot tut gut, aber ich habe keinen. So einen richtig heißen Scheiß habe ich auch noch nicht. Oh, die Musin. Wo ist denn der J-Blue da hinten? Die Musin, die ist interessant, die würde ich nehmen. Oh Gott. Das war ja dieses Jagdgewehr, oder? Mhm, genau, mit dem, wo der Scope schon drauf ist. Ja. Also wenn das keiner haben will. Kannst du haben. Ist bei dir in der Hütte gewesen oder wo? Wo finde ich die Musin? Ich weiß nicht, wer die hat. Achso, Jay hatte die gefunden. Ja, oder hast du die genommen? Willst du die haben? Also. Achso, okay. Gibt den Silencer. Ja, kannst du haben, komm her. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Zack. Voll die illegalen Tauschgeschäfte hier. Zeig mir erst den Silencer.
Okay, danke dir. So, die brauche ich nämlich auch nicht. Ja, so macht Sinn. Oh. Okay, ich habe nur gelesen Silencer. Einen anderen habe ich nicht. Dann habe ich dir so halb Blödsinn erzählt. Das tut mir leid. Was ist das denn? Ach so, die MPX-SD. Eieiei, sieht die mies aus. Ach nee, das sind zwei Waffen übereinander. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja fast aus wie so eine Knarre aus Alien 2. Hm, verrückt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre schon fast fertig. Ich habe 45 Schuss auf der Mosin, mehr verschießt sich eh nicht, davor sterbe ich. Mein MP5 ist bis oben hin geladen mit 270 Schuss und die Pistole, gut, 12 Schuss, aber wann gehe ich auf Pistole? Also ich glaube oder ich behaupte, dass ich so schon los könnte. Oh, das ist ja mal ein interessantes Gebiet. Guck mal auf M. Ja, sofort. Das sieht ja mal interessant aus. Das wird bestimmt eine lange Runde, da werden viele überleben. Okay. Huch, das war ich. Das passiert jedem Alter mal. Ich konnte es nicht mehr halten. Ja, das musste nicht peinlich sein, das ist okay. Aber auch kein Auto hier, ne? Stimmt, habe ich bis jetzt auch noch keins gesehen. Wir müssen aber weiter, so oder so. Ach was. Jay Blue, willst du fahren oder soll ich? Boah, ein bisschen rutschig hier. Kannst du mal kurz anhalten? Jay, steig mal im Aus. Komm mal her. Guck mal, der Onkel hier Feines hat. Wie ich nicht einsteigen kann. Ja, wo seid ihr? Jetzt. Einmal durch mich durchgelaufen. Das war der erotischste Augenblick in meinem Leben. Kommen wir da lang? Kommen wir da rüber? Könnte klappen, oder? Probier's. Achso, hast du einen Scope für Snipe? Für Sniper? Nee, soll, nee, danke, ich soll danke sagen. Jawohl, ja. Nee, ich habe nur Red Dots und Holos tatsächlich. Okay. So, wir sind doch eins. Hier völlig falsch. Warum fahr ich denn da lang? Wir müssen und ein Zweifach-Scope, aber das brauche ich tatsächlich ausnahmsweise selber. Ihr sagt aber auch gar nichts, wir sind völlig falsch gefahren, wir müssen da lang. Alles geplant. Wenn ihr wüsstet, wie meine Führerscheinprüfung ablief. Nö. So, perfekt. Da müssen wir lang. Oder auch nicht, aber wir fahren jetzt einfach mal lang. Wollen wir gleich durchziehen? Wollt ihr auf der Karte markieren? Schön mittig hier. Da ist man am Rand. Schon beinahe gesagt, irgendwie hier so wird. Ist wieder ausgestiegen? Bloß ausgestiegen. Okay, er kürzt ab.
Macht das Sinn? So, fertig gehäkelt. Bastle an Stream-Overlays weiter. Sterbt nicht so oft und bis bald. Bärbel, dir noch einen schönen Abend. Viel Erfolg bei deinem Basteln wegen dem Stream. Ich muss da auch noch so viel machen. Wir können gerne noch mal schreiben die Tage. Ich muss noch so viel machen. Vielleicht können wir uns auch mal ein bisschen austauschen. Immer so ein bisschen brabbeln. Jo, haust da rein und dann lesen, hören, schreiben wir uns einfach demnächst wieder. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao. So, ja, wollen wir reinfahren in die Zone oder wollen wir hier zu Fuß weitergehen? Wir können auch zu Fuß gehen, wir sind ja jetzt eh drin. Richtig. Ich glaube, ich parke mich aufs Snowboard und fahre hier runter. Kannst du machen, dann nehme ich die Seilbahn. Welche? Da lang. Die. Alles klar, ja, machen wir so. So. Oh, hier könnte ich auch so wunderbar runterfahren. Tu dir keinen Zwang an, ich nehme die Rutsche. Oh, wir müssen eh weiter. Wo treffen wir uns? Wo rutscht ihr lang? Der Punkt und dann da irgendwo rein. Da, wollen wir uns da treffen? Orange? Das sind für euch drei Stationen. Ja, genau. Ich könnte von da nach da, nach da, nach da. Ja. Macht Sinn, ne? Dann schnapp ich mir das Snowboard. Jungs, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die falsche genommen, oder? Ja, habe ich. Ich rutsche mal wieder hoch. Ich fühle mich hier gerade gar nicht sicher ohne meine Buddies. Ja, springt erstmal 50 Meter hoch und macht einen Stunt, ist richtig. JBlue, alles gut? Bin tot. Torpedro? Ja. Wo bist du? Ich rutsche nicht weiter. Ich bin noch auf der ersten Rutsche. Ich laufe ab hier. Ich höre ein Auto. Oh, Drecksgame, ey. Ich denke, du hast das so geliebt. Schaffst du es, Torpedro? Ich glaube, ich habe Steps bei mir. Ne, das sind Schüsse. Hinter dir, also lauf, lauf. Hinter dir meine ich hinter Dorf. Also hinterm Dorf, nicht hinter Dorf. Nicht mehr. Das war's jetzt. Ich mach Schluss mit dem Spiel. Na, ich sehe ihn noch. Die sind weiter hinten. Die sind ganz weit hinten. Komm ruhig her. Wir laufen weiter. An den Style geschafft. Ja, Spaß. Hätte mich jetzt auch gewundert. Warum immer ich? Ja, vielleicht bist du zu unvorsichtig. Aber das sag gerade ich. Ich presche auch immer in allen möglichen Mist rein. Oh, mobben dich immer. So, letzte Zone, wir haben sie gerade erreicht. Oh, vor uns, direkt vor uns. Wollen wir da wegholen? Was? Was? Ich dachte, der wäre am Boden. Ich dachte, der war down. Der lag da, zielt auf mich und schießt mich weg. Ich habe gedacht, der wird gerade wiederbelebt. Ja, genau. Ich dachte, der wird einfach wiederbelebt. So viel dazu. Was? Nein. Auf jeden Fall haben wir den das Spiel die Runde versaut. Einer von denen war genockt. So, Leute, komm. Letzte Runde. Wir haben 10 vor 10. Dann habe ich meine 10 Uhr voll gekriegt. Eine Runde spielen wir noch. Jawohl. Und dann war es das mit den Kopfhörern. Oh, ich freue mich schon auf Samstag. Da mache ich drei Kreuze, ey. Dann sehe ich bestimmt ganz anders aus im Stream. Ohne die großen Kopfhörer.
Dann sieht man mich ja. Oh, das war eklig gerade. Ich war mir so sicher, dass der am Boden liegt, dass wir jetzt schön gemütlich da rein snipen können und die weghauen. Kauf mir die Handschuhe. Warum willst du nicht? Tue alles für dich. Wirklich alles. Igitt. Gib mir nur 1,60 Money. So, letzte Runde, wo starten wir? Ja. Weil ganz woanders. Bin ich mal mutig und geh mal hier hin. Und die drei Häuser da. So, gucken wir mal. Letzte Runde jetzt ganz vorsichtig. Jetzt spielen wir richtig vorsichtig. Bestimmt erste Waffe aufgenommen, zack, weg. Ich war jetzt noch beim letzten Stream, wo ich endlich komplett ausgerüstet war. Ich sage es noch und zack, weg. Ja, das war schön. So, jetzt kann's losgehen, tot. Bitte, du bist doch mein Freund. Aber diese Kopfhörer bringen mich um. Ich weiß, ich jammer auf hohem Niveau hier. Auf ganz hohem Niveau. Aber es nervt. Wenn es im Ohr einfach wehtut. Ne, die will ich nicht haben. Will ich auch nicht haben. So. Werde dich subben, also kannst du auch leihen. Askamon, jammerlappen. Ja, ich jammer halt ein bisschen. Ich stehe ja dazu. So, passt, passt, passt. Die Muni brauche ich komplett. Das brauche ich. Die M4A1 ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich bin noch so arm, ja, da kann ich dir ein Lied von singen. Das bin ich auch. Ich habe auch keine Kohle. Die nächsten... Ach. Mag ich gar nicht sagen. Also ich glaube, ich habe die nächsten Gelder bis 2025 schon verplant für Technik. Ja, die 556 hat... Nein, die Waffe nicht. Die Waffe nicht. Ja, die wieder. Ah, zu gut. Was haben wir denn? Die MP5 haben wir ja sowieso. Das passt vorne rauf. Genau. Einmal durchladen. Wird? Torpedro hat dir gerade 6 Euro gegeben und du gibst mir 1,60? Torpedro, hast du mir Geld gegeben? Nee, nee. Das wäre mir auch sehr unangenehm gewesen, wenn ich es nicht gekriegt hätte. Wikinger jammern nicht. Seid ihr Männer oder Mäuse? Männer, aber nicht besonders mutige. So, wo war ich denn jetzt schon? War ich da drin oder da drin? Boah, dass ich mir nie merke, in welchem Haus ich schon war. Hier war ich doch schon. Ja, das war das erste Haus. So, ach, gesappt meinst du. So. Die brauche ich nicht.
da hinten bin ich durch. Ja, sieht du. Du hast eine Karre gehabt? Ja, ein Schneemobil. Aber da, wo du jetzt hinläufst, da bin ich gestartet hier bei den Häusern. Die sind leer. Das ist ein Zweierjahr, ne? Ja. Wo ist ein JBlue? Warum sehe ich den nicht da hinten? Oh, das fährt aber gut. Das fahre ich gerade zum ersten Mal. Ja, fährt super. Wow. Okay, wo lang? Dahin. Los, komm, wir ziehen einfach jetzt durch. Einfach straight. Wo habe ich markiert? Da habe ich markiert. Baum! Da lang. Einfach straight hin da jetzt. Über Häuser, über Dächer, scheißegal. Wir fahren jetzt direkt dahin. Okay, wir haben ein Problem, da ist ein Berg vor uns. Ein Haus ist kein Problem, aber Baum, aber so ein Berg? Ah. Gib ich dir ein Herz. Darth Vader? Passen wir da hoch? Ich würde sagen, es klappt, ne? Boah, mit Ach und Krach. Mit allerfeinster Gamephysik. Ja, warte. Da passen wir auch hoch. Dann sind wir ganz oben. Auf dem Schicksalsberg. Du hast nur eine SMG. Fahren uns hier aber auch ein zurecht. Ach, das geht auf einmal nicht. Dann machen wir halt so, genau. So, wir sind ja schon gut in der Zone. Jetzt fahren wir hier noch hoch. Eigentlich können wir hier auf einen hohen Berg dann aussteigen, oder? Ja, ich würde dann da gerne noch die beiden Häuschen da mitnehmen. Ich habe nicht gerade viel Muni. Ach so, die vor uns. Ach ja. Die, direkt hier bei uns jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen hier eh zu Fuß weiter. Hm. Ich habe ein bisschen sehr gut eingeparkt. Den klaut uns keiner. Helmchen habe ich noch gar nicht. Lord Helmchen. Ja, mir fehlt es noch an der Weste. Habe ich nicht gefunden. Mhm. Okay, da hinten sind noch zwei Hütten. Da würde ich gerne hingehen. Weste habe ich auch nicht. Ja, zu den Hütten können wir rüberlatschen. Komm. Hier wäre noch ein Jetski, aber lass uns laufen. Wir sind sowas von in der Zone drin, wir haben Zeit. Meinst du andere zwei Häuser? Anscheinend. Aber wir können auch gleich da rüberkommen, soll nicht das Problem sein. Geht er da hoch? Einmal Medic. Oh, tief. Ihr seid bei mir hier, ja, ne? Ja, ja. Ich höre ein Fahrzeug. Ja, irgendwas ist da. Auch eine Weste. Silencer Submachine Gun. Oh,
Oh, 45 am Leben. Es sind noch viel zu viele am Leben. Wir sollten aber hier bleiben und warten, ne? Ich würde es auch nicht auf wieder. Die Schüsse waren schon wieder relativ nah. Wo willst du sonst hin? In welche Richtung? Jeder, ja, nee, wir können ja hier bleiben. Sonst hätte ich gesagt, jeder irgendwie in ein Haus oder irgendwie sowas. Ach, nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Ja, ich gehe hier rüber. Boah. Hier liegt noch eine Weste draußen, wenn du noch keine hast. Ich habe eine gefunden. Okay, ihr seid hier. Ja, dann gehe ich woanders hin. Schön ruhig. Der Jay Blue will kuscheln. Schüsse? Oder ja, Schuss? Hallo? Tschüss. Wie lange dauert es noch, bis der Bereich kleiner wird? Oh, halbe Minute noch. Ja, bekriegt euch schön, das ist gut. Auf Nordost ist einer am Berg. Ist ein Haus davor, sehe ich nicht. Zwei Stück. Schüsse sind hier sehr nah. Ja, ich schieß. Ach so. Ich schieß schallgedämpft, die wissen nicht, wo es herkommt.35 noch am Leben. Am Leben. Das geht ganz schön schnell gerade, das ist gut. Und wir sind im Gebiet. Ja, ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, ne? Ja. Ich habe alle Türen zugemacht. Macht ihr eure Häuser auch nochmal zu? Ich sitze in der kleinen Hütte, da gibt es keine Tür. Okay. Ja, sehe ich, aber es ist zu weit weg für mich mit meinem Zweifach. Brauche ich nicht drauf schießen. Noch 27 am Leben. Ich höre Schritte. Der Jay Blue läuft rum, oder? Glaube ja. Ich bin mal gespannt, wo der Hubschrauber hinkommt. Einer fällt mit einer Seilrutsche hoch. Zu uns? Auf NE wieder. Das ist mehr oder weniger in unsere. Ja, was heißt denn unsere? Über uns am Berg. So Richtung Nord-Nordost ist der oben auf dem Berg. Ja, ich sehe den Pfeil, glaube ich. Ah, hier ist ein Baum. Ja, der müsste jetzt da sein. Noch am Leben. Am besten bewegt ihr euch nicht, dann hören die keine Schritte. Tja, spannend.
noch 2 Minuten. Es ist mega ruhig. Ah, sehr gut. Macht weiter. Das ist auch Musik in meinen Ohren. Da Hurensohn. Der Name, ey. Und sind die über uns, die da, wo ich markiert habe. Dafür, dass so viel geschossen wird, sterben ganz schön wenig. Ich wollte gerade sagen, da hat auch einer perfektes Aiming. Wahrscheinlich ein Stormtrooper. Noch 24. Wir müssen uns bewegen, genau in die Richtung, wo die sind. Ja, dann los. Treffen wir uns draußen erstmal. Ich sehe einen. Wo? Wow. Da habe ich einer aber sehr gut getroffen gerade. Wo seid ihr? Ich enter gleich die Safe Zone. Blue kommt auch, perfekt. So, noch 15 am Leben. Da ist gerade ganz viel passiert. So, jetzt ganz langsam und ganz leise. Schaut euch gut um. Ich versuche mich hier zu den Häusern durchzuschlagen. Wir sind direkt hinter dir. Ich höre ein Fahrzeug. Auf mich wird geschossen mit dem Sniper. Ja, da hinten bei Osten geht's ab, da kommen ganz viele. Osten? Ja. Ja, von da wurde ich beschossen. Da laufen sie gerade rum. Da fliegen Granaten. Na, da hinten können sie ruhig fliegen. Bei genau auf Ost, da sind bestimmt also locker 2 Teams, wenn nicht mehr. Da geht's richtig ab gerade. Ja, 12 Spieler, sind da 3 gestorben. Nicht schießen, lass sie kommen, ja, genau. Wir sind jetzt schon in den Top 10. Das ist korrekt.
Und der Jemir kommt in 50 Sekunden. Was auch immer ein Jemir ist. Ja. Klingt so nach so einem russischen Fabrik gehört. Ich denke gerade eher an so einen Yeti. Hat jemand einen Scope? Oder AR? Was hab ich denn? Nee. Kein Scope. Und ich habe nur die M4A1 für mich. Wow, das ist nah. Ja, ich leg mich jetzt auch schon hier oben hin. Das ist hinter uns und neben uns, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck hier auf die beiden Eingänge. Ich höre Schritte. Oder? Guck du hinten? Was meinst du mit hinten? Hinter dir oder was? Das klingt als kommt was von Westen, kommen Schüsse. Und die anderen Schüsse kommen von Osten, als ob wir quasi gesandwiched sind. Der Helikopter landet ja, hinter genau uns, hinter uns. Am anderen Ende. Durchs Loch hinter dir, JBlue, siehst du den an schon. Hinter uns ist einer. Ich will aber nicht schießen, da verrate ich uns. Lass die sich bekriegen, wir bleiben hier erstmal versteckt. Schritte. Ich höre und sehe niemanden. Oh, es ist mega laut. Ja, aber ich sehe auch keinen. Ne, ich sehe auch niemanden. Noch 11 am Leben. Das Gute ist, der Helikopter geht ein bisschen weiter weg von uns. Genau am anderen Ende von der Karte, also von der Zone. Das Schlechte ist, wenn da jetzt 4 Leute sind, ist es vorbei. Der Typ, der hinter uns war, ist weg. Trauen wir uns raus? Gehen wir langsam in die Nähe? Ich behaupte einfach mal, müssen wir. So, dann kommen wir nicht drum rum, ne? Aber vorsichtig, Leute. Nee. 2 sind schon drin im Helikopter. Das habe ich noch nie gesehen. So, und jetzt bekämpfen sie sich bestimmt richtig hart an der Laterne, wollte ich schon sagen. An der Leiter. Das sind noch quasi 5 Spieler, die wir vor uns haben dann. 2 sind tot. Wir haben noch genau 3 Gegner. Oder bleiben die mitgezählt, die schon drinnen sitzen? Das weiß ich nicht. Weil dann haben wir schon gewonnen. Dann wäre nur noch ein anderer Spieler da und dann muss nur noch einer von uns da rein. Entweder haben wir jetzt noch 3 Gegner, was ein anderes Team wäre. Oder wir haben nur noch einen einzigen Gegner und dann wäre es egal. Dann kann er rein und einer von uns. Ich höre, glaube ich, ein Snowboard. Ja. Oder das ist der Helikopter, ich weiß es nicht. Es klingt so, als dieses Rauschen vom Board. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 40 Sekunden. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir da schnellstmöglich hinkommen. Seht zu, ich bin ein bisschen hinter euch. Seht zu. Da ist ein Paraglider vor uns gelandet. Ich habe ihn richtig oft gehittet. Ich habe ihn ganz oft gehittet. Ich sehe ihn nicht. Ich gebe jetzt alles. Ah, da ist einer. Ach, Mann! Richtung Helikopter. Unter dir. Ja, ich hab ihn gesehen. Oh, schade! Schade, das war eigentlich ein sicherer Sieg. Jetzt leben noch 3. Also, das Team hat jetzt schon gewonnen. Und die werden abgezogen. Die im Helikopter sind, werden abgezogen. Schade. Aber es war eine spannende letzte Runde. Ich sehe ein Video. Ich sehe kein Video. Ich sehe eine Videosequenz, wie der Helikopter wegfliegt. Ah, okay. Ich bin schon aus der Lobby raus. Aus dem Spiel raus. So. Jetzt kommt so eine News. Okay. JBlue, Torpedo. Danke fürs Mitspielen. Ja, immer wieder gerne. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen.
Sonntag gibt es dann wieder einen Adventstream. Da werde ich wieder am zweiten Adventstream. Was kommt, weiß ich noch nicht. Das mache ich spontan. Aber ja, was haben wir heute? Donnerstag. Noch einen Tag arbeiten, dann ist Wochenende. Und dann haben wir es alle geschafft. Dann geht es nochmal am Sonntag weiter. Und dann Dienstag wieder wie gewohnt Paladins. Lief aber schon gut. Der Schütze war aber auch gut. Ja, der Schütze war super. Falls du den Gegner meinst. Der hat mich ganz schön oft, was heißt ganz schön oft? Der hat mich ganz schön weggesnackt dafür, dass ich die ersten Hits gelandet habe. Ne, also ich habe ihn 2-3 Mal getroffen, bevor er erst auf mich gezielt hat. Und dann haut er mich noch weg. Unglaublich. Ja, gute Nacht, Askamon. Danke auch für deine Stadtaktivitäten, dass du dabei warst. Und dann sehen wir uns Sonntag wieder, Leute. Haut rein, euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.